So, und im Zusammenhang mit der Digitalisierung, ganz interessant, habe ich mal nachgeschaut, wir sind mittlerweile bei Industrie 4.0 angekommen. Industrie 1.0 war die Massenproduktion durch Maschinen, so im 18. Jahrhundert, gefolgt dann von der Industrie 2.0. Das war dann die Einführung der Elektrizität als Antriebskraft. Zwischenzeitlich die Industrie 3.0. Das heißt, die Einführung dann eben auch der Mikroelektronik und somit der großen Rechenmaschinen. Zwischenzeitlich sind wir bei der vierten industriellen Revolution angekommen. Und hierbei geht es um das Thema der Digitalisierung. Ja, Personalmanagement-Software für kleine und mittelständische Unternehmen. Sehr spannendes Thema. Hat mich natürlich auch eingehend damit befasst. Und bevor ich jetzt hierauf zu sprechen komme, vielleicht ganz kurz, damit Sie sehen, mit wem Sie es zu tun haben. Das Unternehmen, für das ich tätig bin, die WEDA GmbH, ist im Jahre 1977 gegründet worden. Wir haben angefangen mit Themen wie Finanzbuchhaltung, Anlagenkostenbuchhaltung, Kostenrechnung, haben dann das Ganze erweitert um Themen der Entgeltabrechnung, Zeitwirtschaft und dann ergänzt um Personalmanagement-Software. Aktuell haben wir 150 Mitarbeiter an den Standorten in Alsdorf. Das ist bei Aachen, also im Dreiländereck, Belgien, Niederlande, Deutschland und des Weiteren in Offenburg im schönen Schwarzwald. Ja, Umsatz im vergangenen Jahr bei 14 Millionen. Wir haben über 900 Kunden, die die unterschiedlichsten Lösungen aus unserem Hause einsetzen. Der Großteil unserer Kunden setzt sich zusammen aus insbesondere mittelständischen Unternehmen. Was bieten wir an? Themen im Bereich Recruiting, Personalmanagement, Personalentwicklung, Lohngehalt, Zeit und Zutritt. Und hier sehen Sie auch mal auf der Folie einige unserer Mitarbeiter. Ja, ich selber bin seit 2011 für das Unternehmen tätig, betreue hier insbesondere die Branche Industrie, Anlagen und Maschinenbau, Logistik sowie Automobilzulieferer. Bin 45 Jahre alt, verheiratet, das dritte Kind ist unterwegs und freue mich sehr auf den heutigen Vortrag. Hier einige Unternehmen, einfach nochmal für Sie zur Information, dass wir branchenneutral aufgestellt sind. Das heißt, ob das jetzt die von mir gerade angekündigten Branchen sind oder eben dann auch der Bereich öffentlicher Dienst, Nahrung und Genussmittel, Handel. Wir sind hier in allen Branchen zu Hause, was die Folie auch nochmal deutlichst zeigt. Personalmanagement-Software für kleine und mittelständische Unternehmen. Ich habe hier mal dieses Bild ausgewählt, um zu sagen, man kann jetzt natürlich auch weiterhin mit dem Strom schwimmen, aber der Herr Kozole hat es eingangs in seiner Vorrede schon gesagt, zwischenzeitlich sind die Ansprüche an die Unternehmen auch im Hinblick auf die einzusetzende Software deutlich gestiegen. Hier gibt es sogenannte interne Treiber, aber auch externe Treiber. Intern ist insbesondere eben zu nennen, dass man merkt, um den Anforderungen des Marktes jetzt gerecht zu werden, braucht man eine Verbesserung der Prozesse. Und das geht in der Regel damit einher, eine entsprechende Softwarelösung hierfür einzusetzen. Extern ist der Treiber im Grunde genommen das, was von den Kunden herangetragen wird. Also auch der Kunde hat hier ganz klare Vorstellungen von dem, wie hier zukünftig die Zusammenarbeit aussehen soll. Weiterhin ist es ein Thema, auch die junge Generation an Mitarbeitern hat auch schon mittlerweile sehr konkrete Vorstellungen davon entwickelt, wie Softwarelösungen auszusehen haben. Und das Ganze beginnt auch schon im Recruiting-Prozess. Sie hatten es eingangs gesagt, das Thema Mitarbeiter finden und binden hat in den letzten Jahren immer mehr an Aktualität gewonnen, weil eben die Anzahl der qualifizierten Mitarbeiter, ich möchte mal sagen, deutlich zurückgegangen ist und der Kampf um diese Talente immer größer wird. Und das geht schon alleine los mit Recruiting-Lösungen. Und wer hier nicht rechtzeitig oder nicht adäquat auf eine Anfrage oder auf eine Bewerbung reagiert, der stellt fest, dass es sehr leicht passieren kann,
dass sich der Bewerber hier dann auch schnell umorientiert oder abwendet. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, beispielsweise in der von mir betreuten Branche Anlagen- und Maschinenbau ist es tatsächlich so, dass man sagt auch gerne, das ist das Rückgrat der deutschen Industrie mit über 900.000 Mitarbeitern. Und jetzt weiß ich nicht, was Sie schätzen würden, aber es sind, ich kann Ihnen sagen, dass über 87% der Unternehmen, die hier tätig sind, unter 250 Mitarbeiter haben und eben nur ein ganz kleiner Teil von 2% tatsächlich mehr als 1.000 Mitarbeiter. Was folgt daraus? Zwei Drittel der Unternehmen, die eben in diesem Bereich unterwegs sind, haben zumeist gar keine ausgebildeten HR-Manager. Das hat wiederum zur Folge natürlich, dass ein Großteil der Arbeitszeit mit administrativen Tätigkeiten verbracht wird. Und es sind in der Regel dann die Führungskräfte, die sich dann damit auseinandersetzen müssen, also im Bereich Personal. Und oftmals haben aber diese Führungskräfte im Bereich Personal gar keine tiefergehenden Kenntnisse. Und das wiederum führt dazu, dass man als Fachfremder dann doch deutlich mehr Zeit benötigt, um die Prozesse letzten Endes adäquat ausführen zu können. Das führt zu sinkender Produktivität und in der Regel dann natürlich auch zum Frust. Und dass Personalarbeit unheimlich wichtig ist, zeigt die Tatsache, was da so alles anfällt an Themen. Ob das jetzt eine Arbeitszeiterfassung ist, Überstundenkalkulation, Gehaltsabrechnung, Urlaubsplanung, Fortbildung, gesetzliche Themen. Alles Dinge, die natürlich, ich möchte mal sagen, sehr sensibel von den Mitarbeitern auch aufgenommen werden. Und als Führungskraft sollte man sich hier insbesondere dann doch anderen Themen widmen können und sich auf die Optimierung und Automatisierung von HR-Prozessen und administrativen HR-Aufgaben natürlich zuwenden. Und da kommen wir auch zum Thema Unterstützung dann durch eine Software. Und welche Vorteile das alles mit sich bringt und wie das aussehen kann, darauf möchte ich jetzt gleich nochmal innerhalb unserer Demo-Umgebung zu sprechen kommen. Wir wollen mit unserer HR-Lösung einen zentralen Ort schaffen für alle Themen und auch einen zentralen Einstieg. Und zwar für alle am Unternehmen Beteiligten, ganz gleich ob Mitarbeiter oder Führungskraft. Was versprechen wir uns davon? Zeitersparnis, weil man eben Routineaufgaben von Seiten der Software deutlich besser erledigen lassen kann. Langfristige Kostenersparnis. Dank eben der Prozessoptimierung. Jetzt muss ich gerade gucken, jetzt meine Folie. Aktive Einbindung aller Mitarbeiter eben auch im Hinblick auf die Datenpflege des Systems. Höhere Transparenz für die Mitarbeiter über diesen Collaboration-Aspekt, über die Möglichkeit von Employee Self-Services und selbstverständlich auch für die Führungskräfte die Möglichkeit, sich einen besseren Einblick zu verschaffen und einen schnelleren Einblick zu verschaffen. Wie das Ganze aussieht, würde ich Ihnen jetzt mal zeigen, indem ich direkt in die Umgebung wechsle. Sie sehen hier den Einstieg in die Umgebung, wie ich mich einwähle. Und an der Stelle sei bitte auch nochmal erwähnt, dass das von jedem Endgerät aus möglich ist. Das heißt, das Thema Responsive Design spielt hier einfach bei uns eine sehr große Rolle, um modernen Ansprüchen und eben auch einem hohen Nutzerkomfort entgegenzukommen. Das heißt, Sie können das von allen mobilen Endgeräten dann starten, egal ob jetzt Tablets oder Handy. Anmeldung ist dann genauso, wie Sie es jetzt hier sehen. Ich würde mich mal anmelden jetzt im nächsten Schritt als die Personalverantwortliche des Unternehmens, Frau Marion Schultes, daher dann auch das Kürzel MSC mit dem entsprechenden Kennwort. Das ist jetzt die Übersicht, so wie sie sich darstellt für Frau Schultes. Frau Schultes, wie gesagt, ist jetzt die Personalverantwortliche des Unternehmens. Und als solche hat sie natürlich viele Schnittstellen zu allen im Unternehmen tätigen Personen und Bereichen.
Sie können sich vorstellen, dass diese Übersicht sich selbstverständlich auch entsprechend anpassen lässt. Nicht nur im Hinblick auf das, was Sie jetzt hier an Kacheln sehen, sondern auch im Hinblick auf das, was sich letzten Endes hier über Verlinkungen anbinden lässt an Lösungen. Wir haben hier beispielsweise eine ganze Reihe an Partnerlösungen angebunden für den Bereich Organigramme von der Firma Ingentis, den In-Org Manager. Den mal weiter auf, dass Sie okay, ich muss ihn hier nochmal starten, Entschuldigung. Dann das Thema Da Vinci für den Bereich Recruiting, beispielsweise dann auch das Thema Reisekosten von Seiten unseres Partners der Viatos GmbH. Sie haben einen Admin-Bereich und darüber natürlich auch einen Stammdatenbereich. Die Möglichkeit, sich auszutauschen im Unternehmen über Collaboration. Corporate Identity bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, auch die Farben einzustellen hier auf der Maske und könnten natürlich auch hier Ihr Logo hinterlegen. Steigen wir mal in mein Profil ein. Hier sehen Sie jetzt das Bild von der Frau Schultes und dann beispielsweise die sämtliche Profilinformationen zu der Dame, die sich hier hinterlegen lassen. Angefangen jetzt von dem Bild und den persönlichen Daten bis hin über persönliche Kontaktinformationen, natürlich auch mit der Möglichkeit, diese öffentlich zu machen oder eben nicht, indem man das dann im Grunde genommen einfach nur wegklickt. Notfallkontakt, geschäftliche Kontakte mit der entsprechenden Funktion, die die Dame jetzt im Unternehmen innehat, gegebenenfalls weiteren Funktionen. Wer ist die Führungskraft? Wer ist der Fachvorgesetzte? Das heißt, ich kann mich hier auf einen Blick super informieren. Auch ein Stellvertreter lässt sich hinterlegen, betriebliche Kontaktinformationen, Schwerbehindertendaten, Social Media, sofern Sie von Ihrer Seite, von Unternehmensseite hier eine entsprechende Nutzung dann im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit auch fördern bzw. hier diesem offen gegenüberstehen. Der Bereich weitere Informationen beinhaltet benutzerdefinierte Felder. Diese können hier ganz flexibel hinterlegt werden. Und das Schöne dabei ist, alle die sind natürlich auch entsprechend flexibel auswertbar. Weiterhin die Möglichkeiten, Daten eben aus dem externen Entgeltsystem sowie aus einer externen Zeitwirtschaft hierüber anzubinden, um eben redundante Datenhaltung hier von vornherein zu unterbinden, indem man dann beispielsweise sagt, wenn hier Änderungen passiert sind, kann ich die aus Horizon übernehmen, damit sich diese dann in das entsprechende, in die Zeitwirtschaft, HR-Zeit oder HR-Entgelt ziehen. Es gibt einen Onboarding-Prozess, es gibt die Möglichkeiten, Entgeltdetails hier dann nochmal zu hinterlegen. Auch hier sind wir wieder bei solchen Themen. Entlastung der Fachabteilung bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es sogar so, haben wir festgestellt, oftmals gibt es hier gar keine Fachabteilung, sondern viele der Tätigkeiten werden eben von der Führungskraft selber ausgeführt. Das heißt, es besteht hier die Möglichkeit, vieles an den Mitarbeiter im Grunde genommen abzugeben. Gleiches gilt für das Thema der Dokumentenverwaltung. Auch hier einfach und übersichtlich ist es möglich, eine entsprechende Struktur aufzubauen. Diese ist jetzt hier mal im Demosystem beispielhaft dargestellt. Arbeitsverhältnisse, Teilnahmebescheinigungen, Vollmachten und Zeugnisse. Gehen wir zum Beispiel mal hier auf die Dienstwagenvereinbarung. Und dann steht mir diese eben hier auch zur Verfügung. Wie Sie von Ihrer Seite, ich sage mal, diese Struktur aufbauen, ist Ihnen überlassen und die Dokumente selber lassen sich ganz simpel, indem Sie unten immer gibt es so einen grünen Kreis mit einem weißen Plus. Hier lassen sich die entsprechenden Dokumente dann ganz einfach per Drag und Drop hochladen, hinziehen und dann quasi auch hochladen in die Anwendung.
und stehen Ihnen dann innerhalb der Struktur hier zur Verfügung. Auch im Bereich Arbeitsverhältnisse, Arbeitsverträge haben Sie sofort alles im Zugriff, abgelegt zum Mitarbeiter, zur Person. Das heißt, Sie sehen jetzt hier mal beispielhaft das Arbeitsverhältnis von der Frau Schultes. Sie sehen, wann der Vertragsbeginn war, sehen hier eine ganze Reihe von Icons, die eben dann gewisse Bedeutungen haben. Beispielsweise hier sehen wir das Thema Urlaub oder eben auch monetäre Aspekte. Sie sehen ganz genau, wann hat sich jetzt beispielsweise was getan in dem Vertrag, können das dann jederzeit auch nachhalten, haben hier alles im Blick. Und wenn Sie das möchten, können Sie selbstverständlich auch einen Export veranlassen, um das dann in einem Vertrag auszugeben. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch die Möglichkeit einer Rollen- und Rechteverwaltung. Nun ist es so, dass die Frau Schultes hier nicht nur Mitarbeiter ist, sondern sie ist eben auch darüber hinaus Führungskraft im Unternehmen. Und damit ich in der Lage bin, Ihnen auch noch ein bisschen mehr zeigen zu können, hat sie auch noch eine Admin-Rolle inne. Das zu den Stammdaten. Wenn irgendwelche Änderungen vorgenommen werden, ist es natürlich wichtig, dann auch im Rahmen der DSGVO beispielsweise, dass hier eine Chronik hinterlegt ist, die es Ihnen ermöglicht, jederzeit nachvollziehen zu können, welche Veränderungen hier vorgenommen worden sind. Ja. Springen wir in den Bereich Vergütung. Mit einer entsprechenden administrativen Lösung im Unterbau haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Formulare einsehen zu können. Jetzt hier haben wir das mal am Beispiel der Entgeltformulare, Entgeltbescheinigungen aus den letzten Monaten. Gehe ich jetzt beispielsweise auf das entsprechende PDF-Dokument. So öffnet sich jetzt die Entgeltabrechnung der Dame und ich darf Ihnen sagen, dass wir selbstverständlich hier bei uns im Unternehmen die Lösung auch vollumfänglich einsetzen. Bedeutet, wir haben jetzt seit Einsatz der Lösung im Jahr 2016 im Februar im Grunde genommen keine Entgeltabrechnung mehr in Papierform erhalten, sondern alles das geht uns in elektronischer Form zu. Sollte es so sein, dass Sie sagen, ich möchte mir das jetzt aber trotzdem nochmal ausdrucken und in einem Ordner abheften, so steht Ihnen das selbstverständlich frei. Auch hier ist eine entsprechende Historisierung hinterlegt über weitere Jahre. Ja, und wir sehen, es müssen nicht nur die Entgeltbescheinigungen sein, sondern es können beispielsweise auch Meldungsformulare sein, auf die man dann hier zugreifen kann. In dem Fall jetzt die Meldebescheinigung zur Sozialversicherung. Aber damit nicht genug. Der Employee Self-Service ermöglicht Ihnen nicht nur hier Einblick zu nehmen, sondern im Bereich der Formulare, sondern eben auch im Bereich der Gehaltshistorie. Für Sie als Mitarbeiter, das heißt, es ist Ihnen möglich zu sehen, okay, und zwar auf Ebene des Monatsgehalts und des Jahresgehalts, wie ist hier meine Entwicklung vonstatten gegangen? Das Jahresgehalt ist in dem Zusammenhang natürlich ein bisschen aussagekräftiger, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich gehe jetzt mal auf die letzten 5 Jahre, dann sehe ich hier so, wie es sein soll, eine entsprechende Treppe, habe hier per Mouse Over, sehe ich die entsprechenden Veränderungen, die hier stattgefunden haben. Und wenn ich das möchte, kann ich mir das nicht nur in grafischer Form anzeigen lassen, sondern es besteht auch die Möglichkeit, sich beispielsweise die einzelnen Zulagen nochmal anschauen zu können. Auch hier sei erwähnt, dass das selbstverständlich jetzt nur Demo-Daten sind und die Möglichkeit besteht, diese entsprechend der Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Jetzt würde ich wechseln mal von der Rolle des Mitarbeiters hin zur Führungskraft, gehe in den Bereich Vergütung
und kann mir jetzt beispielsweise, Frau Schultes ist wie gesagt die HR-Managerin, steht also der Personalabteilung vor. Die Personalabteilung hat hier in dem Fall zwei Mitarbeiter. Ich kann mir jetzt im Detail angucken, die Situation zu den einzelnen Mitarbeitern oder eben auch die Gehaltsverteilung in Form von Gehaltsbändern. Auch das Einblenden zusätzlicher Gehaltsbestandteile ist möglich und das Ganze auch wieder auf Ebene des Monats bzw. des Jahresgehaltes. Da Frau Schultes jetzt aber in Summe Führungskraft und Personalverantwortliche ist, hat sie natürlich von der Berechtigung her auch die Möglichkeit, deutlich mehr zu sehen. Das heißt, sie kann alle Mitarbeiter des Unternehmens sehen. Sprich, ich könnte mir jetzt alle Gehaltsbänder von allen im Unternehmen Beschäftigten anschauen, könnte auch ganz genau sehen, wer ist denn jetzt beispielsweise in welchem Gehaltsband und könnte dann auch direkt in die einzelne Person verzweigen, wenn ich das möchte. Selbstverständlich ist das Ganze immer begleitet mit sogenannten Filterfunktionalitäten. Das heißt, abhängig davon, welche Organisationsstruktur Sie hier hinterlegt haben, können Sie beispielsweise dann eine Holdinggesellschaft mit der kompletten Baumstruktur entsprechend hinterlegen, ebenso wie die in Ihrem Unternehmen angesiedelten Organisationseinheiten oder eben auch die Funktionen in Ihrem Haus. Ganz ähnlich sieht es im Bereich der Zeitwirtschaft aus. Also alles Themen, die insbesondere auch für kleine und mittelständische Unternehmen von großem Interesse sind, um sich da dann im Grunde genommen durch eine Optimierung und Automatisierung von den HR-Prozessen deutlich mehr auf die eigentliche Arbeit fokussieren zu können. Und wir haben uns, und ich hoffe, Sie merken das auch, durch smarte und intuitive nutzbare Funktionen versucht, die Nutzung so einfach wie möglich zu gestalten. Neben einem Kalender gibt es natürlich auch noch die ganzen Abwesenheitsanträge, die man hier stellen kann. Hier sehen Sie jetzt als Mitarbeiter einen kompletten Überblick dessen, was an Abwesenheitsanträgen gestellt worden ist. Sie können hier natürlich auch einstellen, auf welcher Genehmigungsebene befinden wir uns, beziehungsweise wer muss jetzt beispielsweise noch genehmigen. Und dann sehen wir auch den entsprechenden Status dazu. Wenn Sie einen neuen Antrag erfassen wollen, können Sie auch hier wieder ganz simpel über den Kreis mit dem Plus gehen, können sagen, was möchte ich beantragen? Soll es eine Elternzeit sein, ein Bildungsurlaub, einfach nur ein Urlaub, ein halber Tag Urlaub? Machen wir jetzt einfach mal einen Tag Urlaub. Dann sehe ich automatisch, welches verfügbare Guthaben habe ich noch und könnte dann einfach sagen, okay, ich möchte gerne morgen. Soll ein wunderschönes Wochenende werden, noch einen Tag Urlaub buchen. Kann jetzt sagen, weiter. In dem Zusammenhang kommt als nächstes, wird abgefragt, wer soll denn das Ganze jetzt beispielsweise genehmigen? Hier können Sie von vornherein festlegen, wie sieht die Genehmigungsstruktur aus? Wer soll hier auswählbar sein? Da ich jetzt beispielsweise Führungskraft bin, muss ich laut der Genehmigung, die hier hinterlegt worden ist, muss ich eben zwei Genehmiger eintragen. Sage dann weiter und hier würde jetzt nochmal die Möglichkeit der Erfassung eines Kommentars bestehen. Kann ich sagen, speichern. Ja, und schon würde ich im Grunde genommen hier meinen Antrag dann sichtbar machen und sehe auch sofort den Status dazu. Ganz ähnlich verhält es sich im Bereich der Krankmeldungen. Auch hier hatten wir gesagt, Responsive Design spielt bei uns eine große Rolle. Das heißt, Sie können hier auch über Ihr Mobiltelefon beispielsweise dann Zeiten buchen oder eben auch eine entsprechende Krankmeldung hinterlegen. Sie haben jederzeit Einblick auf ein Zeitkonto, insbesondere dann, wenn Sie natürlich auch gewerbliche Mitarbeiter haben, ist das sehr interessant, haben hier sofort im Zugriff, welche Buchungen sind hier erfolgt. Und über diese Heatmap können Sie sich ganz einfach von vornherein schon mal einen Überblick verschaffen.
Selbiges gilt für das Urlaubskonto. Sie sehen Ihr eigenes Urlaubskonto, haben sofort im Blick, wie viel Gesamtanspruch habe ich noch, wie viel ist bereits genommen und geplant, wie viel ist mir noch, steht mir noch zur Verfügung. Ein Blick in Zeitsalden, Arbeitszeitüberschreitungen, Bewegungsanträge, Schichtanträge, alles das haben Sie hier dann auf einen Blick zu Ihrer Person, aber auch da wieder der Sprung, sich zeitnah zu informieren. Denn als Führungskraft ist es wichtig, Informationen direkt im Zugriff zu haben, um strategische Entscheidungen treffen zu können. Das heißt auch hier beispielsweise Anträge genehmigen. Ich habe eben gerade selber einen Antrag gestellt zum Thema Urlaub. Jetzt springe ich in meine Führungsrolle und gucke, welche Anträge sind denn jetzt mittlerweile bei mir eingegangen, um diese genehmigen zu können. Kann mich hier auf einen Blick auch informieren, bevor ich genehmige oder ablehne, indem ich sage, ich gucke mir mal die Details an zu dem Mitarbeiter und sehe dann sofort, inwieweit ist es überhaupt korrekt, dass hier ein Antrag vorliegt. Das heißt, steht überhaupt noch Urlaub zur Verfügung? Und darüber hinaus sehe ich dann hier auch nochmal den Kalender in meinem Team und kann dann also daraufhin eine entsprechende Entscheidung treffen und sehe, okay, es ist jetzt vollkommen unkritisch, hier den Urlaub zu gewähren. Die Abteilung ist besetzt. Oder eben, nein, ich muss ablehnen, weil die Abteilung dann nicht mehr besetzt ist, aufgrund der Tatsache, dass eben bereits andere Anträge hier vorliegen oder genehmigt worden sind. Gleichzeitig kann ich mir über die gesamte Firma angucken, welche Zeitsalden liegen vor, gibt es Arbeitszeitüberschreitungen, welche sind das, auch hier wieder in Verbindung mit der Heatmap, Krankenstandsstatistik. Und das auch wieder immer mit der Möglichkeit, einen Filter zu hinterlegen, Tage, Stunden, Prozent, den Zeitraum und sogar je nach Abteilung. Es gibt eine Urlaubsstatistik. Das finde ich ist ganz smart gelöst, dass man hier eben auf einen Blick sieht, okay, der graue Balken ist der Anspruch insgesamt, der hellblaue Balken, da sehe ich, wie viel ist da jetzt beispielsweise schon verplant worden und der dunkelblaue Balken zeigt mir dann hier ganz klar, okay, wie viel davon ist bereits genommen worden. Und das habe ich dann hier alles auf einen Blick. Selbstverständlich auch hier immer die Möglichkeit, weitere Filter nutzen zu können. Auch der Einblick in ein Fehlerprotokoll oder die Möglichkeit, dann eben unterschiedlichste Anträge genehmigen zu können, sich fehlgeschlagene Anträge anzuschauen. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, sich das Ganze nochmal anzugucken. Von der Verantwortlichkeit her, mein Team. Ich möchte mir meinen Teamkalender ansehen. Oder darüber hinaus meinen Verantwortungsbereich. Das Ganze ist dann ein bisschen mehr organisatorisch aufgebaut, dass ich einfach sehe, okay, das ist meine Rolle. Wie viele Köpfe habe ich in meiner Abteilung? Das ist also die Führungsstruktur. Könnte ich mal angucken, den entsprechenden Teamkalender dazu. Vorliegende Altersstruktur, männlich, weiblich, Alter oder nochmal weitergehend mein Betreuungsbereich. Auch das sicherlich hilfreich mit der Möglichkeit, eine ganze Reihe an Übersichten hier von vornherein vorzubelegen, so wie wir es jetzt hier sehen, dass ich eine komplette Personenübersicht habe, dass ich sagen kann, ich kann hier Personen verwalten, das heißt, welche Funktionen haben Sie? Welchen Organisationseinheiten gehören Sie an? Bestehen beispielsweise Befristungen? Ja, und dann habe ich hier automatisch die ganzen Filter in der Auswahl. Probezeit und vieles mehr. Und das können Sie sich im Grunde genommen ganz flexibel hier gestalten. Wie sieht das aus? Es gibt jetzt hier im Grunde genommen diese verfügbaren Personendaten, die es Ihnen erlauben, nach all diesen Kriterien hier zu filtern und sich dann eben eigene Filter aufzubauen. Und selbstverständlich besteht auch hier die Möglichkeit eines CSV
Exports. Collaboration, ich sagte es eingangs, ist auch ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang, gerade um den Austausch jetzt im Unternehmen zu gewährleisten zwischen Führungskräften, zwischen Fachabteilungen, zwischen Mitarbeitern. So sähe das jetzt aus. Es besteht einerseits die Möglichkeit, Nachrichten zu erfassen oder eben auch Umfragen zu stellen. Jetzt würde ich mir einfach mal eine Gruppe raussuchen. Auch da sind Sie natürlich vollkommen frei zu sagen, es gibt die Möglichkeit zu sagen, das Ganze geht unternehmensweit. Wir haben jetzt eine Gruppe nur rein der Führungskräfte. Es gibt jetzt eine Gruppe rein nur abteilungsbezogen, jetzt beispielsweise im Bereich Human Resources. Dann sehe ich automatisch, welche Mitglieder sind denn in dieser Gruppe und könnte mir dann natürlich auch angucken, beispielsweise, was ist denn da jetzt an Einträgen gegebenenfalls vorhanden oder kann ich jetzt darüber hinaus mir Einträge anschauen, könnte Umfragen stellen. Ja, alles das könnten Sie von hier aus tun. Natürlich auch die Möglichkeit, jetzt größere Gruppen nochmal zu wählen. Haben Sie einfach mehr Mitarbeiter. Diese sind dann auch komplett historisiert. Ne, sehen Sie das Ganze an als ein redaktionelles Tool, was Ihnen eben auch ermöglicht, hier Kommentare zu verfassen, das Ganze dann bei Bedarf auch zu liken, oder eben auch Informationen zu teilen, wenn Sie das möchten. Es gibt ein komplettes Aufgabenboard. Früher war es eher so, dass man seine Aufgaben, ich sag mal, hier auf dem Schreibtisch hat man dann solche Kästchen gehabt, dass man dann sagt, Eingang, Ausgang in Bearbeitung. Hier ist es so, dass das Ganze auch wiederum in elektronischer Form gelöst ist. Sie haben ein Aufgabenboard, Sie können Aufgabenlisten erstellen, Sie können sagen, wer sind denn die Mitwirkenden in dem Zusammenhang? Wer hat hier in Summe den Hut auf? Ich kann mir auch angucken, wie sieht die Aufgabenübersicht denn auf? Welche Aufgabenlisten haben wir? Wer ist der entsprechende Bearbeiter? Titel, Status dazu, alles das können Sie hier einfach tun und sich entsprechend organisieren. Ein Personenregister ist natürlich auch hinterlegt. Bei uns sind das dann selbstverständlich echte Menschen mit entsprechenden Fotos dazu. Der Bereich Administration ist jetzt hier für die Frau Schultes freigeschaltet. Hier besteht natürlich die Möglichkeit, jetzt zu sagen, ich kann Arbeitsverhältnisse erfassen, ich kann die komplette Organisationsstruktur hinterlegen. Gerade jetzt für Unternehmen mit vielen gewerblichen Mitarbeitern ist oft auch nochmal das Thema Maßnahmen, Pflichtmaßnahmen, Thema, dass man dann sagt, okay, wer muss jetzt wieder seinen betrieblichen Ersthelfer wiederholen oder gibt es nochmal eine Untersuchung zum Thema Staubbelastung? Sie können das Ganze hier mit entsprechenden Intervallen hinterlegen und auch jederzeit auswerten. Wir haben hier hinterlegt auch nochmal unsere Entgelt- und unsere Zeitwirtschaft, also einer entsprechenden Verlinkung können Sie hierauf verzweigen und wären dann im Grunde genommen in dem Menü und könnten dann hier auf Entgeltdaten oder Zeitwirtschaftsdaten zugreifen, die entsprechenden Stammdaten. Sind hier dann hinterlegt. Herr Fabian, Ja, bitte. wir haben eine ganze Reihe von Fragen bekommen. Ja, sehr gerne. Teilnehmer brennen schon drauf, dass sie vielleicht die ein oder andere noch beantworten können. Ja, gern. Deswegen habe ich einfach jetzt mal gewagt, Sie kurz zu unterbrechen, Ja, weil die doch selbstverständlich. recht spannende Fragen sind, die vielleicht für andere Teilnehmer auch Ja, sehr gerne. wichtig sein können. Gerne. Eine Frage war, was sich hinter dem Menüpunkt Onboarding verbirgt. Augenblick. Bereich Onboarding, das ist jetzt etwas, was wir dabei sind,
gerade umzusetzen. Wir arbeiten hier in sogenannten 14-tägigen Entwicklungssprints und das Thema Onboarding ist für uns jetzt natürlich ein sehr wichtiges, dass wir sagen, wenn jetzt zukünftige Mitarbeiter in das Unternehmen kommen, beispielsweise, welche Schritte sind jetzt hier zu gehen, um diese so schnell wie möglich in das Unternehmen, in die Unternehmensprozesse einzubinden. Und das wird hier über dieses Onboarding-Thema dann gelöst. Okay, sehr schön. Ein zweiter Themenkomplex ging in die Richtung, dass man sehr gerne noch sehr viel mehr aus dem Bereich der Personalverwaltung, der Personaladministration sehen würde. Ich nehme an, dass die Zeit dafür heute nicht reichen wird. Deswegen Richtig. wird es so sein, dass, wie wir es regelmäßig haben, wenden Sie sich einfach direkt an den Herrn Fabigan. Und dann kriegen Sie eine ganz persönliche Präsentation zu all den Themen, die für Sie sehr spannend sind, wo Sie sagen, die sind für uns spannender als andere Themen. Ich nehme an, das wird in Ihrem Interesse sein. Ganz genau. Also es ist überhaupt gar kein Okay. Problem, beispielsweise dann mal telefonisch in Kontakt zu treten, eine Situation dann zu besprechen, so wie sie jetzt dann aktuell besteht, mit dem Austausch der entsprechenden Anforderungen. Und dann kann man sehr gerne eine individuelle Online-Präsentation dann vereinbaren oder eben auch einen Vor-Ort-Termin, in dem man dann auf die einzelnen Fragen und die Fachlichkeiten dann auch eingeht. Hier in dem Zusammenhang dann auch gerne mit den entsprechenden Fachberatern aus dem jeweiligen. Eine zweite Frage ist, wie erfolgt die Zeiterfassung bei Ihnen? Hat weder eine eigene Zeiterfassung oder läuft das über Verlinkung oder auch Schnittstellen? Ganz genau. In dem Zusammenhang sehen Sie jetzt beispielsweise hier, ja, das ist mein Fehler gewesen, ich muss es jetzt mal so lassen. Sie sehen hier von unserer Seite, wir haben unsere Entgeltabrechnung und unsere Zeitwirtschaft. Das heißt, das sind die administrativen Lösungen, das ist der administrative Unterbau. Und dann haben wir in Veda Horizon, in der Unternehmensplattform, die Möglichkeit, eben über die Plugins Vergütung und Zeitwirtschaft, wie ich es eben gezeigt habe, im Grunde genommen die Daten, die aus der Zeitwirtschaft kommen und die aus dem Entgelt kommen, entsprechend aufzubereiten, sodass ich dann beispielsweise in der Lage bin zu sagen, okay, ich kann hier die Vergütung sichtbar machen, ich kann mir anzeigen lassen, wie war die Gehaltsentwicklung, ich kann die Entgeltformulare entsprechend hinterlegen, ich habe im Bereich der Zeitwirtschaft die Möglichkeit, die ganzen Abwesenheiten zu planen, beziehungsweise Zeiten zu buchen und dergleichen mehr. Okay, sehr schön. Das heißt also, das ist Ihre eigene Zeiterfassung, die Sie einsetzen. Ganz genau, das ist von unserer Seite Veda HR Zeit, das ist hier unsere eigene Zeiterfassung, genauso wie im Bereich der Entgeltabrechnung, Veda HR Entgelt. Ja. Wenn ich die Frage richtig interpretiere, ging sie halt auch in Richtung Verlinken oder Schnittstellen. Besteht die Möglichkeit, dass andere Zeiterfassungssysteme, zum Beispiel vorhandene Zeiterfassungssysteme, angebunden werden können? Aktuell natürlich im Hinblick auf eine Schnittstelle zum Thema beispielsweise einer Entgeltabrechnung, ja, im Hinblick auf Horizon noch nicht. Also wir sind dabei, Okay. zunehmend jetzt auch Fremdsysteme dann in Zukunft anbinden zu wollen oder hier auch Verlinkungen eben möglich zu machen. Aktuell haben wir das realisiert mit einer ganzen Reihe von Partnern im Bereich Recruiting mit DaVinci, im Bereich Reisekosten mit Viators. Wir sind jetzt dann nochmal am Thema Dokumentenmanagementsystem, hier dann auch eine feste Verlinkung beispielsweise zu ermöglichen. Im Entgelt ist es uns gelungen, auch schon das mit Datev beispielsweise. Hier haben wir auch eine entsprechende Verlinkung. Fremde Zeitwirtschaftssysteme aktuell noch nicht möglich. Sie müssten hier auf die Veda HR-Zeit zurückgreifen. Okay. Eine andere Frage geht in das Thema Internationalisierung und da ging auch die Frage direkt an ganz spezifische Länder: USA, China, Russland, Italien, Brasilien. Wie international ist Veda aufgestellt und wie multilingual ist es dann auch einsetzbar? Also die Lösung, Veda Horizon, so wie Sie jetzt gesehen haben, bekommt standardmäßig, bekommen Sie das in Deutsch und in Englisch. So, wir haben in der Vergangenheit was so, dass wir dann oftmals Sprachversionen dann extra nochmal verkauft haben. Davon sind wir mittlerweile abgerückt, sondern Veda Horizon bietet im Bereich Administration die Möglichkeit, im Grunde genommen, dass der Kunde selbst
die Masken dann pflegen kann, die Übersetzungen vornehmen kann. Das heißt, Sie könnten im Grunde genommen an ein Übersetzungsbüro herantreten, könnten sich die Masken, von denen Sie sagen, die möchten wir entsprechend übersetzen lassen, dann einpflegen und sich so selber eine ganze Reihe an Sprachen, was Sie eben benötigen, aufbauen. Ja. Okay. Darüber hinaus, wenn Sie sagen, wie sind wir aufgestellt? Wie gesagt, wir sind hier ein in Deutschland ansässiges Unternehmen. Der ganz große Teil unserer Kunden ist natürlich auch in Deutschland beheimatet. Die Lösung selber, bis auf Entgelt, ist aber durchaus international selbstverständlich auch nutzbar. Ja. Wir haben aber keine Dependancen im Ausland. Okay. Und dann war noch eine Frage, ist WEDA eine Cloud-Lösung? Hier sind wir flexibel aufgestellt. Das heißt, das Ganze ist möglich über eine sogenannte On-Premise-Lösung, aber genauso auch im Bereich Cloud. Das heißt, wir haben hier ein eigenes Rechenzentrum am Standort, genauso wie wir hier am Standort einen eigenen Customer Service und Support ansässig haben. Sie können unsere Rechenzentrumsleistungen nutzen. Ja, es ist auch in der Cloud möglich, gar keine Frage. Im Bereich der Entgeltabrechnung, im Payroll-Service ist es sogar noch in unterschiedlichsten Servicetiefen möglich. Das heißt, bis dahin, dass wir für unsere Kunden komplett die Abrechnung erbringen. Sehr schön. Am Interesse der Fragesteller, dass Ihr Vortrag durchaus Interesse gefunden hat, sonst würden die Fragen nicht kommen. Eine Frage war hier noch mit, die aufgeführt worden ist. Sie hatten vorhin am Anfang von verschiedenen Endgeräten gesprochen und da würde man gerne noch wissen, was ist darunter genau zu verstehen unter diesen Endgeräten? Was ist damit alles gemeint? Ja, hier war das Stichwort, Entschuldigung, hier war das Stichwort Responsive Design. Und Responsive Design ermöglicht es eben, egal welches Endgerät, mobile Endgerät genutzt wird, egal ob das jetzt ein Handy ist, ein Tablet ist, ein Notebook ist, gar kein Problem. Sie können es nutzen aufgrund der Tatsache, dass wir hier eben die Lösung Responsive Design fähig gestaltet haben. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Damit sind wir jetzt auch am Ende der Zeit. Vielen Dank für Ihre Präsentation. Wie gesagt, Sehr Sie haben an gerne. den Nachfragen gemerkt, es ist ein reges Interesse da. Ich bitte alle Teilnehmer, falls Sie noch weitere Fragen haben, sich einfach auch direkt dann an WEDA zu melden oder zu wenden. Der Fabian wird Ihnen sehr gerne Rede und Antwort stehen und wird Sie dann auch natürlich persönlich zurückkontaktieren. Ja, dann würde ich jetzt übergeben an unseren nächsten Besten Dank. Referenten. Vielen Dank und schönen Tag noch. Danke ebenso. So, Herr Ackermann, sind Sie schon da? Oh ja, ich bin schon da. Ich musste nur schnell die Okay. Stummschaltung aufheben. Super. Wunderbar. Damit sind wir in Time. Ich halte es dann auch ganz kurz. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Bin jetzt gespannt, was Sage uns zu bieten hat, gerade zum Thema Herausforderung Recruiting. Das ist ja sicherlich eines der spannendsten Themen, die der Mittelstand aktuell zu bewältigen hat. Und ich glaube, dass wir da alle im Mittelstand angewiesen sind auf hervorragende Lösungen, die uns weiterhelfen. Ja, damit übergebe ich schon an Sie und wünsche allen und uns viel Spaß bei Ihrem Vortrag, bei Ihrer Präsentation und bei Ihren Lösungen. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Wünsche natürlich erstmal in die Runde einen schönen guten Morgen noch. Um 10 Uhr darf man das, glaube ich, noch sagen. Mein Name ist Andreas Ackermann. Ich bin bei der Sage GmbH, der Team Manager Pre-Sales. Das heißt, ich verantworte dort das deutsche Pre-Sales-Team. Und ich möchte Ihnen heute unsere Sage HR Cloud Plus Suite vorstellen. Das ist unsere voll integrierte Personalmanagement-Lösung und im Rahmen der Kürze der Zeit habe ich mich entschieden, heute das Thema Recruiting ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Sie werden dann auch sehen, beim Umfang dieser Produktlösung würde das heute sonst den Zeitrahmen sprengen. Wenn wir von der Entschuldigung. So, da sehen Sie dann auch, mit wem Sie es zu tun haben. Da ist ein kleines Foto von mir, nochmal mein Name.
Warum habe ich mich denn heute für das Thema Recruiting entschieden? Wir haben in unserem Unternehmen, in unserer Kundenbasis, das sind ungefähr 13.000 Kunden, die wir deutschlandweit mit dieser Lösung betreuen, Umfragen gestartet und haben uns ein bisschen schlau gemacht, was denn so die aktuellen Themen sind. Und da kam bei ganz klar dabei heraus, dass das Thema Recruiting bei 88% momentan eines der wichtigsten Themen überhaupt ist und damit auch ganz weit oben ist. Relativ dicht gefolgt von dem Thema Talent Management und Employer Branding. Und wenn man sich das einmal genauer anschaut, auch das Thema Talent Management spielt natürlich in das Thema Recruiting mit hinein und auch Employer Branding, also die Art und Weise, wie ich mein Unternehmen nach außen vermarkte, also wie ich mich gegenüber meinen Mitarbeitern intern, aber auch Kandidaten extern als Marke oder als Arbeitgeber präsentiere, ist natürlich etwas, was eine direkte Verbindung auch wieder zum Thema Recruiting dann hat. Genau. Bei der ganzen Geschichte, als wir unsere Kunden dann befragt haben, kam dann natürlich auch heraus, warum das Thema einerseits so hoch priorisiert ist und andererseits, dass dafür eigentlich trotzdem kaum Zeit bleibt. Wenn wir uns das mal anschauen, im weiteren Rahmen unserer Umfrage haben wir festgestellt, dass momentan 39% aller HR-Ressourcen, das heißt also der Mitarbeiter, aber auch der ganzen Prozesse und Tools, die für den Bereich HR oder HCM zuständig sind, auf administrative Tätigkeiten entfallen. Administrative Tätigkeiten sind natürlich auch solche Klassiker, die Lohnabrechnung. Also wenn wir von HR sprechen, sprechen wir immer von einer Lohnabrechnung und wir wissen natürlich, dass das sehr, sehr aufwendig ist, viel Zeit kostet. Und solch ein Anteil mit 39% ist einfach viel zu hoch, um sich jetzt auf die aktuellen Themen Talent Management, Recruiting, Employer Branding dann auch wirklich voll und ganz zu konzentrieren. Es wäre viel besser, wenn man hier so einen Anteil von, ich sage jetzt mal 15 bis 25% haben würde, um dann die verfügbaren Ressourcen im eigenen Unternehmen dann auch auf diese strategischen Themen dann auch zu verteilen. Wenn wir dann weiter unsere HR-Verantwortlichen fragen, wo ist denn dann der größte Handlungsbedarf aus Ihrer Sicht beim Thema Personalgewinnung? Also wo sehen unsere Kunden, unsere HR-Verantwortlichen bei unseren Kunden Handlungsbedarf, um sich in diesem Bereich Recruiting, Personalgewinnung besser aufzustellen? Dann sagen 95% der Unternehmen, und das ist, finde ich, eine Wahnsinnszahl, dass sie aktuell Probleme haben, die offenen Stellen zu besetzen. Und warum haben sie Probleme, diese offenen Stellen zu besetzen? Und zwar Recruiting von erfahrenen Fachkräften. Wir alle haben das schon mal gehört, das ist der klassische demografische Wandel. Wir tun uns immer schwerer, Fachkräfte auf unsere offenen Stellen zu bekommen. Bedeutet, es hat sich auch hier was getan, die Art und Weise, wie sich die Mitarbeiter oder die zukünftigen Mitarbeiter ein Unternehmen suchen, haben sich in den letzten Jahren durch den demografischen Wandel deutlich geändert. Früher war es tatsächlich so, dass ich sage, ein Bewerber hat im Schnitt 20 bis 30 Bewerbungen geschrieben an alle möglichen Unternehmen, in der Hoffnung, dass er an einem dieser Unternehmen dann irgendwann in den Recruiting-Prozess bekommt. Heute hat sich das nahezu gedreht. So ein Bewerber schreibt teilweise nur 3 Bewerbungen, weil er sich bei den 3 Unternehmen bewirbt, von denen er glaubt, dort möchte er hin. Das heißt, heute müssen die Unternehmen tatsächlich sich in gewisser Weise bei den Bewerbern bewerben. Das hängt unter anderem zusammen mit dem Employer Branding. Wir sind heute im Zeitalter der Social Media, Internet, alles ist vernetzt, Mausklick, Smartphones. Wir sind in der Lage, ganz schnell mannigfaltig Informationen abzurufen. Sie kennen alle den Like-Button, das ist heute ganz schnell passiert. Das bedeutet, so ein Bewerber informiert sich im Vorfeld schon, zu welchem Unternehmen möchte ich denn? Welches Unternehmen hat denn aus meiner Sicht hier einen guten Ruf oder eine gute Arbeitgebermarke? Und das bedeutet wiederum für uns als die Verantwortlichen in der HR, dass wir unser Unternehmen vermarkten müssen. Wir müssen uns tatsächlich Marketingstrategien einfallen lassen, wie wir unser Unternehmen für potenzielle Fachkräfte interessant machen. Social Media Aktivitäten habe ich gerade erwähnt. Das ist natürlich eine der Plattformen, über die man so etwas dann auch tut. Das
ist natürlich zum einen die Klassiker, die wir alle kennen, aber auch die Webseite zählt natürlich hier mit dazu. Oder auch, ich sage jetzt mal, Nennungen in Referenzen, in irgendwelchen Fachmagazinen und auch die Weiterempfehlung auf solchen Social-Media-Plattformen. Das Active Scoring, also auch das ist ein wichtiges Thema, auch das ist etwas, was den HR-Verantwortlichen heute ein Problem macht. Was bedeutet das? Active Scoring ist die Art und Weise, wie ich aus dem Pool möglicher Bewerber die richtigen und qualifizierten Kandidaten schnell herausfinden kann, mit denen dann aber auch in einen direkten, aktiven Kontakt treten kann. Also wir haben hier eigentlich schon fast die umgedrehte Situation. Das heißt also, Active Scoring bedeutet, ich als Unternehmen suche draußen am Arbeitsmarkt aktiv nach Fachkräften, nach geeigneten Bewerbern und trete aktiv mit denen in den Kontakt, um eben dann mich als Unternehmen dort zu präsentieren und mich dort auch darzustellen. Und dann, wenn wir es dann tatsächlich geschafft haben, Bewerber für unser Unternehmen auch zu generieren, dann ist natürlich die sogenannte Candidate Experience etwas ganz, ganz Wichtiges. Jetzt beginnt die aktive Kommunikation mit meinem Bewerber, die Art und Weise, wie mein Bewerber mich jetzt wahrnimmt. Also bin ich als Unternehmen tatsächlich interessant? Hat er das Gefühl, dass ich als Bewerber von diesem Unternehmen gewertschätzt werde? Wie werde ich dort empfangen? Wie werde ich dort behandelt? Wie schnell sind die Reaktionszeiten? Also einfach das ganze Erlebnis, wie so ein Bewerber uns als Unternehmen dann auch wahrnimmt. Und das wiederum bedeutet, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, wir haben einen ganz starken Wandel der Art und Weise, wie Recruiting, also das Bewerbermanagement, heutzutage gehandhabt wird. Früher, es ist nicht bös gemeint, aber früher lag es bei der Personalverantwortlichen, die meistens nebenher auch noch die Themen Personalabrechnung und dann vielleicht auch noch Zeiterfassung oder sowas hatte. Und die hat dann die Bewerbungen an den Tisch bekommen und hat die nebenher in den Lücken, wenn dann ein Lohnabrechnungslauf war oder wenn nicht gerade Monatsschluss war, dann auch versucht, sich um solche Themen zu kümmern. Oder es war die Assistentin der dementsprechenden Fachführungskraft. Und wenn man sich jetzt anschaut, was hier so die Herausforderungen sind aktuell, dann sehen wir müssen unser Recruiting professionalisieren. Es muss etwas sein, was wir nicht mehr nur nebenher machen, denn es ist ja etwas, mit dem wir unser Unternehmen heutzutage auch voranbringen wollen. Wir brauchen diese Fachkräfte, wir brauchen qualifizierte Personen, damit wir unsere Arbeit gut machen können. Und das bedeutet, wir brauchen auch in der Zwischenzeit professionelle Recruiter und professionelles Recruiting. Und da kommt natürlich dann auch Tools ins Spiel, die uns dabei helfen, solch ein Recruiting, solch einen Auftritt dann auch zu professionalisieren. Wir haben weiter gefragt, was sind denn dann die größten Herausforderungen für die Recruiter aktuell, also für die Personen, die bei uns im Unternehmen verantwortlich sind. Das ganze Thema Bewerbermanagement, Candidate Experience und all diese Fachworte, die Sie gerade eben von mir gehört haben, dann auch in die Realität umzusetzen. Und dann sagen wieder 63%, dass es für Sie vor allem wichtig ist, gute Bewerber zu finden. Also es geht hier jetzt nicht nur darum zu sagen, ich brauche ja irgendwen, sondern ich möchte ja einen guten Bewerber haben. Das ist natürlich in der persönlichen Definition, was ein guter Bewerber ist. Und da brauchen wir dann wiederum Tools, die uns dann helfen, den aus unserer Sicht guten Bewerber zu finden. 59% sagen, für uns ist natürlich auch wichtig, eine offene Stelle schnell zu besetzen oder auch eventuell nachzubesetzen. Im heutigen Arbeitsmarkt wechseln ja auch die Arbeitnehmer schneller, als sie es vielleicht früher in der Vergangenheit getan haben. Und diese sogenannte Time to Market ist natürlich auch jetzt plötzlich etwas, was im Recruiting interessant geworden ist. Ich muss, damit ich mein Unternehmen professionell am Laufen halten kann, damit ich all meine Aufgaben mit Exzellenz erfüllen kann, muss ich offene Stellen schnell nachbesetzen oder schnell besetzen. Und wie zu erwarten, sagen natürlich 30% aller für das Recruiting Verantwortlichen, dass sie viel zu tun haben. Das heißt also, sie kommen einfach nicht hinterher, all die genannten Dinge in der Qualität und in der Ausprägung, in der Tiefe, wie sie sich gerne wünschen würden, dann auch zu erfüllen. Jetzt ist die Frage, wie gewinnen, fördern und binden wir solche neue Talente? Und da möchte ich Ihnen jetzt eben unsere Sage HR Suite Cloud Plus vorstellen. Das bedeutet, wir stellen Ihnen ein Tool vor, um diesem Wandel, diesem Change, der hier stattfindet, in eine Chance zu verwandeln.
Und was ist die HR Suite Cloud Plus? Und warum habe ich heute das Bewerbermanagement ausgefüllt? Das hier ist jetzt nochmal eine exemplarische, schematische Darstellung dessen, was die Sage HR Suite Cloud Plus ist. Das ist ein sogenanntes voll integriertes Personalmanagementsystem. Das bedeutet, wir decken den kompletten Lebenszyklus eines Mitarbeiters in unserem Unternehmen ab. Und der beginnt eben schon im Recruiting. Das heißt also in der allerersten Ansprache, im allerersten Kontakt mit dem Bewerber. Wir haben natürlich dann darüber hinaus die ganzen klassischen Themen des Personalmanagements mit abgedeckt. Ob das jetzt eine digitale Personalakte ist, ob das die Verwaltung von Mitarbeitergesprächen ist, das ganze Thema Mitarbeiterentwicklung, denn wenn derjenige dann bei uns Onboardings oder so ins Unternehmen eingetreten ist, dann möchte ich ihn im Zweifelsfall natürlich auch weiterentwickeln, wenn er ein qualifizierter Kandidat ist. Wir haben natürlich auch die ganz klassischen Themen Personalabrechnung. Das bedeutet natürlich alles und wirklich ausschließlich alles rund um das ganze Thema Lohnabrechnung. Ob das jetzt die Meldeservices sind, Sie kennen das heute, den elektronischen Meldedialog. Jedes Amt, jede Behörde braucht nochmal eine andere elektronische Meldung. Natürlich heutzutage auch das Thema Reisekosten und natürlich auch strategische Controlling-Tools, Personalkostenplanung, Stellenplanungsszenarien und so weiter und so fort können wir komplett abbilden. Und auch jetzt spätestens mit dem anstehenden EU-Gerichtsurteil ist natürlich auch das Thema Zeitmanagement. Auch hier haben wir natürlich ein vollumfängliches Zeiterfassungssystem, das alles abbilden kann, was heutzutage State of the Art im Thema Zeiterfassung notwendig ist. Klassisch natürlich die Abwesenheiten, aber natürlich auch Zutrittssteuerungen und Zeiterfassung. Und wenn Sie sich da den grünen Punkt in der Mitte anschauen, das ist dann unsere zentrale Datenbank. Deswegen nennen wir dieses Tool ein voll integriertes Personalmanagement-Tool. Das bedeutet, wir haben eine einzige zentrale Datenbank und all diese Informationen werden in dieser zentralen Datenbank abgelegt und können dann dort sozusagen abgerufen werden. Das bedeutet, wenn ich Bewerber bin im Unternehmen und eintrete in dieses Unternehmen, dann ist das der erste Kontakt. Hier entsteht mein erster Stammdatensatz. In meinem Fall dann der Stammdatensatz für den Herrn Andreas Ackermann. Und wenn ich dann eintrete, dann wandelt sich dieser Stammdatensatz einfach nur von einem Bewerber zu einem Angestellten und wird angereichert mit weiteren Informationen, zum Beispiel aus der Lohnabrechnung, Sozialversicherungsnummer, persönliche Daten, Familienstand, Adresse, vielleicht auch aus dem Thema Zeitmanagement, also was für ein Tagesmodell habe ich, wie viel Urlaub habe ich, welche Räume darf ich denn in meinem Unternehmen betreten oder natürlich auch das klassische Mitarbeitergespräch. Eine Zielvereinbarung in meinem Bereich ganz klassisch, variables Gehalt, bedeutet natürlich, ich habe eine Zielvereinbarung aufgebaut aus verschiedenen Kennkriterien. Natürlich werden solche Informationen alle an meinem persönlichen Bewerberstammdatensatz angelegt. Und weil wir diese zentrale Datenbank haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, drumherum um all diese Informationen einen sogenannten Self-Service, also ein Mitarbeiterportal anzulegen. Wir können das Ganze natürlich auch in Controlling übergeben. Wir haben ein eigenes, sehr ausgefeiltes Controlling-Modul. Alle und wirklich ausnahmslos alle Informationen, die wir zu einem Mitarbeiter haben, können wir in Korrelation zu jeder anderen Datensatz zu jeder anderen Information dieses Mitarbeiters auswerten. Und ganz klassisch natürlich heutzutage auch das ganze Thema Archivierung. Also wenn solche Daten und Dokumente entstehen, dann wollen wir die natürlich auch irgendwo ablegen und sind natürlich auch, wenn wir zum Beispiel den Thema Personalrechnung, Abrechnung nochmal anschauen, gesetzlich verpflichtet sogar, solche Dinge dann auch gesetzeskonform abzulegen. Und all das können wir mit der Sage HR Suite Cloud Plus bewerkstelligen. Und jetzt möchte ich mit Ihnen gerne einfach mal einen Blick in unsere Software werfen. Dazu muss ich ganz kurz aus der Präsentation herausspringen und mein Mitarbeiterportal öffnen. Ich logge mich hier in meinem Demo-Portal an. Sie sehen, da steht oben auch Testversion oben drüber. Ich logge mich als eine sogenannte Frau Marie Schneider an. Die Frau Marie Schneider ist in meinem Unternehmen Personalverantwortliche und unter anderem hat sie auch das ganze Thema Recruiting unter sich. So ein Mitarbeiterportal ist natürlich ein komplett
prozessgesteuertes Tool. Das heißt, hier sind alle möglichen Abläufe im System hinterlegt. Wir können uns also hier alle möglichen Firmenprozesse hinterlegen. Und wenn Sie sich oben mal die Menüleiste anschauen, bitte erschrecken Sie nicht. Ich nutze natürlich für meine Demonstrationszwecke eine Vollversion. Das heißt, ich habe sämtliche Module und sämtliche Funktionalitäten im Vollumfang im Einsatz. Das bedeutet nicht, dass man das so haben muss, kann auch einzeln eingesetzt werden oder nur bestimmte Bereiche. Und es hängt natürlich auch immer noch davon ab, welche Sichtrecht ich habe, welche Informationen ich sehe. Hier, wenn wir das uns einfach kurz anschauen, im Bereich Mitarbeiter, kann ich natürlich alle möglichen Informationen rund um mich, um meine Mitarbeiter anschauen. Ich kann mich natürlich auch informieren lassen über irgendwelche Termine, Fristen und dergleichen. Sie sehen, ich habe hier auch Unterweisungen. Also wir können Unterweisungen steuern, distribuieren an verschiedene Mitarbeiter, schauen, ob diese Mitarbeiter diese Unterweisungen abgearbeitet haben. Und natürlich haben wir dann auch so klassische Dinge wie Onboarding, Offboarding. Sie sehen also, wir haben die Möglichkeit, so etwas wie, wenn ein Mitarbeiter zu uns ins Unternehmen kommt, muss er natürlich in die Lohnabrechnung übergeben werden. Das passiert natürlich bei uns dann voll automatisiert mit unserer Lohnabrechnung. Aber natürlich möchte er dann eventuell auch Hardware haben. Er braucht ein Notebook, er braucht ein Handy. Er möchte eine Zugangskarte haben, damit er das Unternehmen überhaupt betreten kann und mit dieser Zugangskarte dann eventuell auch Zeiten erfassen kann. Das sind nur einige Beispiele von all diesen Dingen, die wir können. Wenn Sie sich das da oben anschauen, wir haben alle möglichen Formen von Genehmigungsprozessen. Wir können Gesprächsnotizen führen, die komplette Verwaltung von Fehlzeiten, Reisekosten, Zielvereinbarungen, das ganze Thema Mitarbeiterbeurteilung, Führungskraftbeurteilung, Feedback, all solche Themen. Seminarverwaltung, Seminarkontrolle, zur Verfügungstellung von Seminarkatalogen, Teilnahme und Abschluss solcher Seminare. Das ganze Thema Zeiterfassung auch mit Anwesenheitsdisplay. Alle Formen von Kalendern, in denen sozusagen alle Termine meiner Mitarbeiter mit drin sind, Ampelkonten, Projektzeiterfassung und es gäbe noch eine ganze Liste mehr. Und aus diesem Grund habe ich mich heute eben entschieden, um zu sagen, wo beginnt denn so ein Mitarbeiter-Lifecycle? Und der beginnt im Bewerbermanagement. Und deswegen möchte ich Ihnen hier unser Recruiting Cockpit vorstellen. So nennen wir das. Das ist die Maske, das ist die Oberfläche, in der die Recruiting-Verantwortlichen, die Bewerberverantwortlichen, also diejenigen, die sich mit diesen Themen, über die wir vorher gesprochen haben und die, wie Sie gesehen haben, im aktuellen Lauf sehr große Herausforderungen haben, um das Thema Recruiting kümmern. Zum einen habe ich im Recruiting-Cockpit natürlich auch hier, wie in den meisten anderen Masken, eine klassische Startseite. Das ist meine Übersichtsseite. Wenn ich hier reinkomme, weil es meine tägliche Arbeit ist, kriege ich erstmal auf einen Blick alle wichtigen Informationen, um mein Arbeiten, meine tägliche Arbeit, nämlich das Bewerbermanagement, das Recruiting zu koordinieren. Also, was für Bewerbungen habe ich denn neu, seit ich mich das letzte Mal eingeloggt habe oder seit ich das letzte Mal solche Bewerbungen angefasst habe? Ich sehe also hier, welche Bewerber sind denn eingegangen? Ich sehe auch, auf welche Stellen haben die sich beworben? Das sind natürlich alles Links. Das heißt, wenn ich hier auf den Namen Frieda Fischer klicke, das mache ich einfach einmal, damit wir das mal gesehen haben, dann springe ich sofort zu meinem dementsprechenden Bewerber und bin hier in der Übersicht aller notwendigen Informationen, die ich zu diesem Bewerber habe, kann von hier aus auch alle nächsten Prozesse steuern, kann mir die Historie des Bewerbers lückenlos vom Erstkontakt mit jeglicher elektronischer Kommunikation, inklusive auch Telefonanrufe und was es da eben gibt, mir anschauen. Ich sehe, wo hat er sich beworben, ich sehe, wer ist der zuständige Recruiter in diesem Fall, ich habe ein Bewerberstammblatt, das ich mir anschauen kann. Dort habe ich nochmal in einer Übersicht alle Informationen hinterlegt. Ich könnte Notizen zu einem Bewerber aufnehmen. Und wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, kann ich mit diesem Bewerber auch direkt in E-Mail-Kontakt treten. Wir gehen nochmal zurück in das Recruiting-Cockpit. Hier habe ich noch weitere Dinge, die ich mir natürlich erstmal im Schnellüberblick anschauen kann, und zwar eine kleine Kurzauswertung. Auswertungen können wir mannigfaltig mit Dashboards, pivotierten Tabellen und auch teilweise mit dementsprechenden Formeln hinterlegen. Das sind jetzt hier nur kleine Auswertungen, die wir einfach schon mal hier auf so einer Startseite zur Verfügung legen. Hier geht es zum Beispiel nur darum, welche Bewerbungen oder wie viele Bewerbungen pro Ausschreibungen und in welcher Statusgruppe habe ich das. Wenn ich mir das anschaue, habe ich hier zum Beispiel die Stelle Assistent.
Kompetenz der Geschäftsführung. Auch das ist natürlich ein Link. Würde ich hier draufklicken, springe ich direkt in den Bereich dieser Stellenausschreibung. Und dann würde ich auch diese insgesamt drei Bewerbungen, die ich hier liegen habe, mir anschauen. Nämlich die eine, die momentan im Eingang liegt. Eine, die schon im Auswahlprozess ist, also wahrscheinlich schon bei der Fachabteilung ist oder war, wieder zurückgekommen ist, wo der Bewerber dann wahrscheinlich auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde. Und eine, die schon in der finalen Phase angekommen ist, also in einer Entscheidungsphase ist, stelle ich den Bewerber ein, sage ich ab oder übergebe ich den Bewerber an den Bewerberpool, übermittle ich ihn vielleicht an eine andere Fachabteilung, weil er in meinem Team nicht passt, aber in einer anderen Fachabteilung toll untergebracht wäre. Solche Prozesse, die hier dahinter liegen, also Auswahl, Entscheidung, sind komplett individuell von Ihnen konfigurierbar. Keine Angst, da erschrecken immer ganz viele. Das bedeutet nicht, dass wir natürlich nicht standardisierte Prozesse mit ausliefern. Wir machen das schon sehr lang und wie gesagt, wir haben 13.000 Kunden mit dieser Software, haben also auch ein gewisses Päckchen an Erfahrungen in der Zwischenzeit schon gesammelt, wissen also auch, was so die klassischen Fragen sind und wie so ein standardisierter Prozess aussieht. Das heißt, wir können Ihnen natürlich immer erstmal einen Standardprozess zur Verfügung stellen, wenn es denn keinen eigenen gibt. Aber umgekehrt bedeutet es auch, wenn Sie schon einen klaren Prozess haben oder sich zumindest Gedanken gemacht haben, also eine Prozessplanung gemacht haben, dann sind wir voll und ganz in der Lage, Ihren kompletten persönlichen individuellen Prozess mit Ihnen abzubilden. Und noch viel wichtiger, Sie werden von uns geschult auf dieses Tool. Das ist ein grafischer Workflow-Designer. Der ist relativ einfach zu bedienen. Und Sie sind dann auch später in der Lage, selber solche Prozesse anzupassen, zu modifizieren, neue Prozesse aufzusetzen, parallele Prozesse. Vielleicht bewerben sich bei mir die Personen im kaufmännischen Bereich anders. Vielleicht ist dort ein anderer Bewerbungslauf angesehen als jetzt in der Produktionsabteilung. Was ich dann auch noch sehen kann, ist meine aktiven Ausschreibungen. Warum meine aktiven Ausschreibungen? Ich muss ja nicht unbedingt zwingend der einzig Verantwortliche in meinem Unternehmen sein. Es könnte ja sein, dass wir vielleicht mehrere Mandanten oder Standorte haben, verschiedene Betriebsstätten haben oder dass wir das Ganze, wie ich schon gesagt habe, vielleicht nach Berufsgruppen aufgeteilt haben. Einer ist für die Kaufmännischen zuständig, einer ist für die Auszubildenden zuständig und einer ist vielleicht für die Mitarbeiter in der Produktion zuständig. Dementsprechend kann man hier natürlich auch wieder über Rechte und Rollen auch steuern. Wer sieht denn überhaupt was in so einem Unternehmen? Und dann habe ich natürlich auf der rechten Seite, wenn ich so etwas natürlich auch mache, so ein Recruiting, dann brauche ich auch einen Kalender. Dann hier, Sie sehen, da entstehen Aufgaben. Bei mir sehr viele ohne Termin, das ist dem Demosystem geschuldet, aber auch natürlich Aufgaben mit Termin. Hier entstehen Fristen, die ich einhalten muss. Und hier hilft mir natürlich mein Aufgabenkalender ganz schnell zu sehen, wo gibt es denn überhaupt jetzt Tätigkeiten für mich. Jetzt springen wir einfach mal in solch eine Stellenausschreibung oder in den Bereich Blogger Online-Redakteur. Hier haben wir also in meinem Demo-Unternehmen eine Stelle ausgeschrieben. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf den Blogger Online-Redakteur. Und dann sehen Sie, habe ich hier zwei Kandidaten in meinem Demosystem, sind also hier zwei Kandidaten eingegangen. Die kann ich mir anzeigen lassen in einer Kachelansicht. Wem das nicht gefällt oder wem das zu unübersichtlich ist, kann man sich das Ganze natürlich auch ganz einfach in einer Listensicht anzeigen lassen. Ich nutze immer gerne die Kachelansicht, aber wie gesagt, das ist einfach persönliche Präferenz. Die Funktionalitäten sind in beiden immer gleich. Ich habe auch hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne weitere oder weniger Informationen auf so einer Kachel oder in dieser Liste angezeigt haben, auch wenn man es heutzutage natürlich nicht mehr angeben muss und es vielleicht auch etwas ist, wo man sagt, ich möchte es gar nicht, ich kann hier zum Beispiel das Alter einblenden lassen und Sie haben gesehen, sofort taucht in meiner Kachel dann auch das dementsprechende Alter der Kandidaten auf. Wir sind heute politisch korrekt und blenden das Alter einfach wieder aus. Ich habe natürlich weitere Möglichkeiten, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kontakt zu einem Bewerber hatte, der hat mich jetzt gerade eben telefonisch angerufen. Das war der absolut erste Kontakt. Der hat noch keine E-Mail geschrieben. Der hat sich nicht über Monster, Stepstone, LinkedIn oder Xing oder sowas bei uns beworben, sondern der hat einfach auf unserer Webseite die Telefonnummer genommen und hat angerufen. Dann kann ich natürlich auch hier sofort diesen Erstkontakt mit diesem Bewerber erfassen. Und damit habe ich dann auch schon die Basis angelegt, wenn dieser Bewerber jetzt also zum Beispiel online über ein dementsprechendes Stellenportal sich bei uns bewirbt oder auch vielleicht über eine E-Mail-Adresse, weil wir unsere Bewerbungen über E-Mail abhandeln, dann würde das System auch aufgrund dieser erfassten Daten natürlich diese
elektronische Bewerbung hier gleich richtig dieser Person zuordnen. Ich habe die Möglichkeit, natürlich hier weitere Filter zu setzen. Sie sehen, ich bin momentan, ich habe zwei gesamt, ich habe keine neuen. Bei zwei habe ich offene Aufgaben, ich habe keinen Favoriten, das kann ich aber ganz schnell ändern. Sie sehen, jetzt habe ich einen Favoriten, kann den Favoriten auch wieder rausnehmen. Sie sehen auch, hier unten gab es schon Erstbeurteilungen zu diesen Bewerbern. Das heißt, hier habe ich ganz klassisch das Ampelsystem genutzt. Grüner Daumen, gelber Daumen, roter Daumen. Einfach für eine schnelle Erstbeurteilung. Ich könnte auch direkt von hier aus, müsste ich nicht zurückspringen, sagen, ich will jetzt noch weitere Bereiche wieder abgedeckt haben und könnte mir jetzt zusätzliche Bewerber aus anderen Stellenanzeigen auch wieder einblenden lassen. Ganz wichtig, da wir in Deutschland sind, das Ganze ist natürlich DSGVO-konform und auch konform mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Das heißt also solche Themen wie Speicherungsfristen, Löschung, Anonymisierung von Bewerbungen, Übernahme in den Bewerberpool nach Freigabe durch den Bewerber, um die Daten über die gesetzlichen Löschungsfristen oder Aufbewahrungsfristen hinaus aufbewahren zu dürfen, können wir natürlich auch komplett abbilden. Jetzt schauen wir uns einfach auch mal so einen Bewerber an. Was sehe ich denn, wenn ich mir so einen Bewerber anschaue? Wir waren hier ja vorher schon mal. Jetzt sehen Sie, ich habe hier oben die Möglichkeit, ein Bild, sofern er mir das mitgeliefert hat. Wenn er das hochgeladen hat, zum Beispiel über eine Online-Maske, über einen Fragebogen, den ich vielleicht auf einem Portal oder meiner Homepage zur Verfügung gestellt habe und ihn gebeten habe, dort auch Daten hochzuladen. Und in diesem Datenpaket hat er unter anderem auch ein Foto reingeladen. Dann erkennt unser System das automatisch und kann dieses Foto auch hier mit abbilden. Er hat mir dann auch bestimmte Informationen mitgegeben, nämlich er hat mir eine Kündigungsfrist angegeben, kann natürlich auch entstanden sein durch ein Telefonat, denn auch hier bin ich natürlich in der Lage, all diese Informationen auch nochmal zu ändern, anzupassen oder zu ergänzen. Ich habe natürlich Personeninformationen zu diesem Bewerber. Ganz klar, das habe ich aus dem Fragebogen mitgenommen, den ich ihm beim Eingang gestellt habe. Also Name, Adresse ist logisch, es waren Pflichtfelder, ein Geburtsdatum war eine freiwillige Angabe, der Geburtsort, Geschlecht, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Social-Media-Links, all solche Informationen. Was für einen Bildungsgang hatte er denn? Schulabschluss, hat Abitur gemacht, er hat ein Studium gemacht, er hat abgeschlossen mit den Medienwissenschaften. Was für Qualifikationen hat er? Was für Sprachkenntnisse hat er? Hat er denn einen Werdegang vielleicht bei uns schon mal im Unternehmen oder auch bei anderen Unternehmen gehabt? Gibt es weitere Bewerbungen bei uns oder gab es in der Vergangenheit eventuell weitere Bewerbungen bei uns? Wie wurde der denn bei uns bewertet, sofern eine Bewertung stattgefunden hat? Also Sie sehen alle Informationen, die zu solch einer Person wichtig sein können. Ich kann mir das Ganze auch, wenn ich das zum Beispiel dann an jemanden übergeben will, der nicht Zugriff auf unser Portal hat oder wenn die Führungskraft dann im Rahmen des Prozesses diesen Bewerber bei sich jetzt vorliegen hat, er ist in den Entscheidungsprozess gekommen und wir haben ihn eingeladen zum Telefoninterview, dann kann ich mir hier auch ein Bewerberstammblatt einfach ausgeben lassen. Das Bewerberstammblatt ist im Prinzip nichts anderes als nochmal eine Maske, eine Sammlung all dieser Informationen, die ich über diesen Bewerber gesammelt habe. Die kann ich mir dann eben hier auf meinen Desktop legen oder auch ausdrucken, mir neben das Telefon legen, gerade beim Telefoninterview. Dann muss ich nicht die ganze Zeit hier durch die einzelnen Masken springen und kann hier ganz schnell all diese wichtigen Informationen auch nochmal im Überblick mir anschauen. Natürlich hat er mir Zeugnisse und Lebensläufe und ein Anschreiben mitgeschickt. Auch diese Dokumente werden automatisch zugeordnet. Wir können alle Formen von Dokumenten verwalten. Also wenn der Bewerber uns auch ein Video geschickt hat, dann könnten wir selbst dieses Video hier mit ablegen. Und ich sehe die hier auch natürlich schön in einer Vorschau. Auch hier habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn jetzt vielleicht per Post nochmal was nachgekommen ist, dann könnte ich das hier auch einfach mit hinzufügen über diesen Stift. Und ich kann mir natürlich auch solch ein Dokument einfach aufrufen und sagen, was hatte er denn da für ein Diplom? Wie sieht es denn aus? Kann mir das Diplom also hier auch wieder in der Vorschauansicht oder in dem Fall eben in der elektronischen Ansicht wieder ausgeben. Ich hatte gesagt, wir können natürlich auch die lückenlose Bewerberhistorie abbilden. Also Sie sehen hier, ich bin jetzt immer noch nur in der Kompaktansicht. Ich gehe noch einmal auf Details, dann werden Sie sehen,
Hier ist wirklich jeglicher Kommunikationsschritt drin festgehalten. Und ich meine wirklich jeglichen Kommunikationsschritt. Das bedeutet also auch, wenn ich etwas erfasst habe, kann ich das dort mit rein tun. Aber auch wenn ich eine E-Mail an diese Person verschickt habe, dann sehen Sie auch, ist diese E-Mail hier mit angegeben. Hier kann also wirklich lückenlos nachvollziehen, wer aus meinem Unternehmen hat wann mit diesem Bewerber welche Informationen ausgetauscht, was ist hier passiert. Ich habe also wirklich eine lückenlose Bewerberhistorie, Thema Urlaub, Thema Krankheit oder auch natürlich auch im Recruiting kommt es zum Stellenwechsel. Also hier auch die Möglichkeit, auch für andere Kollegen nachzuvollziehen, was ist denn hier an diesem Bewerber passiert. Ich habe jetzt sehr viel gesagt, Kommunikation mit dem Bewerber. Natürlich kann solch eine Kommunikation vollautomatisiert passieren und kombiniert mit einer manuellen Kommunikation. Das klassische Beispiel wäre so, dieser Bewerber hat sich jetzt am Samstagabend hingesetzt, hat sich über Monster und Stepstone oder vielleicht auch über unsere Webseite, über ein Online-Profil bei uns beworben. Dann hat er am Samstag dann auch direkt von unserem System eine E-Mail erhalten. Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Das ist eine automatisierte E-Mail. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. In meinem System ist das Ganze dann so konfiguriert, dass ich sage, am ersten Werktag ab, ich sage jetzt mal 9 Uhr, geht eine weitere E-Mail an diesen Bewerber raus. Und die besagt dann, mein Name ist Andreas Ackermann, ich bin Ihr zuständiger Ansprechpartner für das ganze Thema Recruiting hier im Hause bei der Sage. Vielen Dank für Ihre Bewerbung, wir freuen uns. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für eine qualifizierte Beurteilung Ihrer Bewerbung 4 bis 5 Tage brauchen, bevor wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Mit freundlichen Grüßen, Andreas Ackermann, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Diese E-Mail bekommt er und wie gesagt, die wird auch in der Bewerberhistorie so dokumentiert. Aus irgendwelchen Gründen, wir hatten es ja gesagt, ich habe zu viel zu tun, 30% aller unserer Recruiter sind überlastet, habe ich es jetzt aber tatsächlich nicht geschafft, diesen persönlichen Kontakt innerhalb der genannten 4 bis 5 Tage mit meinem Bewerber aufzubauen. Dann kann ich meinem System sagen, am 6. Werktag bitte eine weitere E-Mail. Sehr geehrter Herr Blocker, bitte entschuldigen Sie, aufgrund des hohen Bewerberaufkommens sind wir momentan noch nicht in der Lage gewesen, Ihre Bewerbung qualifiziert zu bearbeiten. Bitte haben Sie Verständnis, wir möchten Ihre Bewerbung wertschätzen und dementsprechend brauchen wir noch einige Zeit. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, dann wenden Sie sich doch bitte direkt an mich per Telefon oder per E-Mail. All solche Kommunikationsprozesse können komplett individuell mit Ihnen aufgebaut werden. Und wenn ich dann persönlich mit dem Herrn Blocker in Kontakt trete über diesen Link hier zum Beispiel, dann wird natürlich auch das mit in meinen ganzen Bewerbungsprozess automatisch mit eingebaut und auch dort dokumentiert. Wir haben dann noch so kleine Features. Ich kann natürlich hier Notizen, Gesprächsnotizen oder sowas noch zusätzlich zu dem Bewerber mit anzeigen. Die kann ich dann auch wieder in dieses Bewerberstammblatt mit aufnehmen. Ich hätte auch die Möglichkeit, solch eine Bewerbung an Externe weiterzuleiten. Warum sollte man das tun? Ganz einfach, vielleicht haben wir bei uns ja auch externe Mitarbeiter, die für das Thema Recruiting zuständig sind oder arbeiten mit einem externen Headhunter zusammen, der bearbeitet diese Stelle für den Blogger, Online-Redakteur, hat selber schon einige Bewerbungen vorliegen und dann könnte ich dem die zukommen lassen und sagen, er soll die bitte bei sich auch weiter mitverarbeiten. Und auf der rechten Seite habe ich hier die Möglichkeiten, ganz schnell ganz einfache Aufgaben oder nächste Schritte zu erledigen. Sie haben es gesehen, das hatten wir vorher schon mal angeschaut, er hat den jetzt schon einmal bekommen. Ich könnte also hier sagen, die klassische grüne, gelbe oder Daumenbewertung. Mein System wäre jetzt zum Beispiel auch so konfiguriert, das ist hier in der Zwischenzeit auch passiert. Als er den grünen Daumen bekommen hat, habe ich als HR-Verantwortlicher gesagt, das ist ein guter Kandidat, der gefällt mir sehr gut, er erfüllt alles, was ich so mit der Führungskraft dort besprochen habe. Und deswegen, wenn ich dem den grünen Daumen gehe, springt bei mir der Prozess in den nächsten Schritt. Diese Bewerbung wird an die Fachkraft übermittelt. Die Fachkraft erhält jetzt eine E-Mail, dass ein neuer Bewerber bei ihm im Portal eingegangen ist und dass er sich bitte diese Bewerber anschauen soll, die Bewerbungsunterlagen sichten soll und dann eine Entscheidung treffen soll. Das hat meine Führungskraft in der Zwischenzeit gemacht, die hat sich den also angeschaut und hat ihn ebenfalls als gut bewertet und hat diesen Bewerber dann danach auch zu einem Telefoninterview einladen lassen. Das heißt hier, meine Frau Marie Schneider hat dann wieder die Rückinfo bekommen, bitte lade diesen Bewerber zu einem
Telefoninterview ein. Das hat die Frau Schneider auch gemacht. Die hat ihn also eingeladen. Die Information mit dem Termin ging an die Führungskraft. Das Telefoninterview hat stattgefunden. Und nach dem Telefoninterview ist er ein weiteres Mal beurteilt worden. Da haben wir dann einen Bewertungsbogen an die Führungskraft automatisiert weitergegeben und haben gesagt, bitte bewerte diesen Bewerber und zwar mit bestimmten Fragen, die wir dir hier zur Verfügung stellen. Eine allgemeine Einschätzung. Sie sehen, solche Beurteilungsbögen wiederum können von Ihnen komplett individuell zusammengestellt werden. Wir haben hier ein ganz einfaches Tool, mit dem Sie mit ein paar Mausklicks sich wirklich ganz schnell einfache Beurteilungsbögen zusammenstellen können, die Sie dann wieder in diese Prozesse mit einklinken können und die automatisiert an die dementsprechenden Stellen beim dementsprechenden Prozessschritt dann auch weitergeben können. Das können Schulnotensysteme oder Fünf-Punkte-Systeme sein. Das können Ja-Nein-Antworten sein. Das kann Auswahl an verschiedenen Antworten sein. Dort könnten auch Freitextfragen, Dropdown-Informationen oder sonst etwas hinterlegt werden. Also dieser Bogen soll einfach nur mal so ein Beispiel geben, wie so etwas aussehen könnte. Und natürlich hat dieser Bogen auch von mir ein Bewertungssystem bekommen. Bei mir ist es jetzt ein Punktesystem. Und der Bewerber hier hat aus all diesen Fragen einen Durchschnitt von 75% oder 75 Punkten erhalten. Jetzt möchte ich natürlich im Zweifelsfall so einen Bewerber auch sofort wieder weiter bearbeiten. Sie sehen, dann habe ich hier die Möglichkeit, verschiedenste Aktionen dann auch durchzuführen. Ich kann den Bewerber einstellen. Ich kann eine weitere Bewertung von jemand anders einholen. Sie sehen, ich habe schon gesagt, die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Ich kann eine Änderung oder Wiedervorlage erstellen an andere Personen oder an mich. Ich kann einen Bewerberkontakt protokollieren. Ich kann auch sogenannte Sammeländerungen machen. Das heißt also, wenn ich einen Bewerber bearbeite, kann es ja oft sein, dass das eine Änderung für verschiedene andere bedeutet. Das heißt, ich kann hier in einem Aufwasch ganz viele Bewerber automatisiert bearbeiten und Sie wissen, dann gehen wieder automatisch vielleicht Kommunikationen an verschiedene Fachbereiche oder Personen dementsprechend raus. Und natürlich, wenn ich so einen Bewerber einstellen möchte und auf Einstellen klicke, dann startet auch hier ein dementsprechender Prozess. Da werden verschiedene Dinge durchgeführt, nämlich hier startet eine Kommunikation an den Bewerber. Den möchte ich natürlich informieren, dass wir uns für ihn als Kandidat entschieden haben. Sie sehen, so könnte dann auch so eine E-Mail hier aufgebaut sein. Das sind natürlich nur exemplarische Beispiele. Und es ist natürlich ein HTML-Editor. Das heißt, ich muss diese Standard-E-Mail nicht so versenden, sondern ich habe natürlich die Möglichkeit, solche Dinge hier direkt auch zu bearbeiten und nochmal zu individualisieren. Es muss natürlich eine Kommunikation an den Fachbereich durchgeführt werden. Das heißt, hier informiere ich den Fachbereich, dass wir diese Person dementsprechend einstellen wollen. Ich kann sagen, wie ich schon gesagt habe, ich mache eine Sammeländerung. Was passiert denn jetzt mit den übrigen Bewerbern, wenn ich den einen einstelle? Passiert mit denen überhaupt irgendwas oder laufen die zum Beispiel alle in den Bewerberpool, dann erhalten die eventuell eine Absage? Und natürlich, weil es ja ein vollautomatisiertes System auch ist und wir eine zentrale Datenbank haben. Es müssen Informationen auch an das Personalmanagement gehen, nämlich welcher Mandant oder welche Betriebsstätte ist denn für diesen Mitarbeiter zuständig? Und soll er die nächste freie Personalnummer geben oder kriege ich eine persönliche Personalnummer, weil ich weiß, da die möchte ich, dass die an ihn weitergegeben wird. Dann muss ich natürlich auch dementsprechend vielleicht Onboarding-Aufgaben erstellen, nämlich wann ist er eingestellt, also bis wann müssen bestimmte Aufgaben erledigt werden. Wird er als Azubi eingestellt? Was ist sein Urlaubsort? Was ist seine Tätigkeit? Ich kann hier zum Beispiel auch schon eingeben, wie viele Urlaubstage hat er, also was für Vertragsmodalitäten habe ich denn mit diesem Mitarbeiter? Einen Lohn oder ein Gehalt kann ich hier schon mit eintragen. Das sind alles immer Möglichkeiten. Bitte haben Sie keine Angst, Sie müssen das nicht machen, wenn so etwas nicht bei Ihnen gewünscht wird. Aber es sind Möglichkeiten. Und dann werden automatisiert diese Informationen an die richtigen Stellen weitergegeben. Also mein Personalmanagement wird informiert. Meine Lohnbuchhaltung wird informiert. Die müssen den dann sozusagen anlegen. Besser gesagt, die müssen prüfen. Denn angelegt ist er ja dann schon. Er ist ein Personenstammdatensatz, ist schon generiert. Und mit einem Knopfdruck kann die Lohnabrechnerin den jetzt einfach direkt in die Lohnerfassung mit aufnehmen.
Unternehmen. Das Gleiche gilt natürlich auch für unseren Zeiterfassungsbeauftragten, der den dann sofort mit ins Zeiterfassungssystem mit übernehmen kann und dann vielleicht auch Chipkarten oder dergleichen zur Verfügung stellen kann. Und Sie sehen auch Eintrittsprozesse. Ich kann also das, was wir vorher ganz kurz mal gesehen haben, jetzt auch der IT-Abteilung sagen, der beginnt zum so und so vielten und dann muss bitte Hardware bereitgestellt werden, nämlich folgende Hardware: ein Handy, ein Notebook, vielleicht eine Dockingstation, Monitor, Maus, Tastatur. Ich muss unseren Fuhrparkbeauftragten informieren und sagen, bis zum so und so vielten muss ein Wagen für den bereitgestellt werden. Vielleicht erstmal nur ein Leihwagen, später dann ein Firmenwagen. Wie gesagt, den Zeiterfassungsbeauftragten muss ich informieren oder kann ich informieren und sagen, hier muss eine Zugangskarte bereitgestellt werden. Vielleicht kriegt der Arbeitskleidung von uns. Auch so etwas wäre möglich. Es kann sogar sein, dass ich sage, der muss bei uns einen Audit durchlaufen, eine Sicherheitszertifizierung, oder der muss nochmal einen kurzen Audit machen, damit er Gabelstapler fahren darf. Und auch solche Prozesse kann ich von hier aus starten. Möglichkeiten mannigfaltig. Wie gesagt, alles individuell konfigurierbar von Ihnen, aber auch von uns immer die Möglichkeit, Ihnen hier schon Standardprozesse mitzuliefern. Und dann würden jetzt all diese Dinge wieder automatisiert weitergegeben. Herr Ackermann, das ist vielleicht ein schöner Zeitpunkt, um auf ein paar Fragen einzugehen. Gerne. Auch bei Ihnen sind Fragen aus dem Teilnehmerbereich vielfältig gekommen und die würde ich gerne noch ganz kurz zum Ende mit Ihnen ansprechen, damit unsere Teilnehmer auch noch ein paar Antworten bekommen. Sehr schön. Ich hätte noch einen abschließenden Satz und dann würde ich zu den Fragen kommen. Und zwar, wenn Sie sich anschauen wollen, wie so etwas funktioniert, gehen Sie doch einfach mal auf sage.com, hier oben dieser Link. Finden Sie Ihren Job und Sie sehen, all diese Informationen stammen nämlich schon aus diesem System. Das habe ich hier generiert. Wir nutzen das System für uns selber und dann können Sie sich anschauen, wie so eine Stellenanzeige aussehen könnte. Also auch, wie wir die auf eine Webseite dementsprechend übertragen und wie dann auch vielleicht so ein Bewerbungsprozess aussehen könnte, wenn ich jetzt hier auf jetzt online bewerben gehe. Und dann, ich sage immer, selber ausprobieren ist besser als sehen. Deswegen, wenn Sie möchten, gehen Sie auf sage.de im Bereich Karriere, schauen Sie sich das mal an. Wir nutzen das System natürlich für uns selbst. Wunderbar. Dann hätte ich gesagt, kommen wir zu den Fragen. Ja, die erste Frage ist das System nur cloud-basiert verfügbar? Nein, wir können alle Variationen abbilden. Also wir können das klassische On-Premise, das heißt Installation bei Ihnen, lokal in Ihrer Rechenzentrumsumgebung. Wir können auch die Private Cloud natürlich abbilden. Wir bieten Ihnen natürlich auch an, das Ganze im Hosting bei uns und in der Cloud dementsprechend zu buchen. Und wir sind ein Vollanbieter, das heißt, wir können natürlich viele Dinge auch im Service für Sie machen. Also wir können auch, ich sage jetzt mal, bis hin zur kompletten Lohnabrechnung für Sie alles für Sie abwickeln. Da richten wir uns wirklich ganz nach Ihnen. Cloud ist natürlich aktuell wichtig, aber wir wissen auch, dass natürlich viele doch lieber gern die Software on-premise bei sich selbst im Haus haben. Und eine zweite spannende Frage ist, wie international ist Sage HR diese Lösung aufgestellt? Diese Lösung hier ist in Deutsch und Englischsprachig verfügbar und dementsprechend, ich sage jetzt mal, halb international aufgesetzt. Was ich Ihnen heute hier präsentiert habe, hat den Hintergrund, dass ich Ihnen unsere sogenannte strategische deutsche Lösung präsentiert habe. Wir haben auch ein international strategisches Produkt. Der Zeitrahmen hätte heute nicht ausgereicht, Ihnen auch das vorzustellen. Aber wir können das auch komplett international, also 27 Länder, 33 Sprachen, Konzernstrukturen. Also wir können das auch komplett abbilden. Und diese beiden Systeme sind miteinander kombinierbar. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, ich nehme hier nur die deutsche Zeiterfassung und die deutsche Lohnlösung. Und oben drüber nehme ich die Dachlösung, um das Ganze dann in verschiedenen anderen Ländern auch auszurollen. Okay, dann vielen, vielen Dank. Sollten noch weitere Fragen aufkommen, würden wir die Ihnen einfach zukommen lassen, dass Sie dann direkt beantworten können, würde ich sagen. Sehr gerne. Teilnehmer, wie beim Vorredner, sich einfach selbst nochmal an Sie wenden, Herr Ackermann, und dann kriegen Sie auch noch persönliche Informationen. Genau. Ja. Für die, die ganz schnell sind, die können noch einen Screenshot machen. Da haben Sie eine Direktdurchwahl, kommen Sie direkt bei uns, bei den Kollegen raus. Und ansonsten wenden Sie sich an mich. Ich oder meine Kollegen, unsere E-Mail-Adressen sind immer ganz einfach, vorname.nachname@sage.com, also ganz einfach. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken
Und dann auch bitte, dass ich heute hier teilnehmen durfte und freue mich schon auf Rückmeldung. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Wir präsentieren Ihnen das Ganze auch gerne individuell, den Teil der Lösung, der für Sie interessant ist. Wie gesagt, sollte heute nur ein kurzer Teaser, ein kurzer Ausblick sein. Sie sehen, ich könnte Ihnen das Ganze noch 3 Tage lang präsentieren und wir hätten immer noch nicht alles gesehen. Dankeschön und auf Wiederhören. Vielen Dank und dann würde ich es an Ihren Namenskollegen übergeben. Der Herr Kai Ackermann, sind Sie schon online? Ich bin schon online, guten Tag, ja. Okay, wunderschönen guten Tag. Ja, dann übergebe ich auch da wieder ganz pünktlich an Sie. Sie haben Ihre Präsentation vorbereitet. Ich denke, das, was Sie zu sich sagen möchten zum Unternehmen, tun Sie selbst. Ich wünsche uns jetzt wieder viel Spaß bei dem Thema HR Lab und ja, der digitale Lebenszyklus eines Mitarbeiters. Das ist genauso korrekt und richtig ausgedrückt. Ich grüße Sie ganz herzlich, freue mich, dass Sie trotz des Wahnsinnswetters draußen hoffentlich in der kühlen Umgebung die Zeit sich genommen haben, heute hier den Webinaren beizuwohnen. Mein Thema schließt sich so ein bisschen an meinem Vorredner Herrn Ackermann an, wenngleich Sie auch Namensvetter sind. Allerdings beschäftige ich mich ein bisschen tiefer mit dem Thema dem digitalen Weg zum Mitarbeiterlebenszyklus, vor allem eben halt der Digitalisierung, wie ich es also schaffe, den Mitarbeiter eigentlich nicht nur onzuboarden, sondern ich möchte mit Ihnen so ein paar ja, Grundsteine eigentlich der Digitalisierung durchgehen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person, damit Sie wissen, mit wem Sie sprechen. Ich habe also in vielen Unternehmen bisher die Möglichkeit, die dankbare Möglichkeit gehabt, an verschiedenen digitalen Transformationen beiwohnen zu dürfen, kleinen Unternehmen, genauso aber auch in größeren Unternehmen, ob das jetzt die Scout-Gruppe war, ob das dann eben halt Axel Springer oder auch bei der Ströer Digital war. Dort habe ich meine Erfahrungen im Business Development gesammelt und habe mich dann entschlossen, aufgrund dieser Erfahrung zum Wechsel für die Tridion, meinem Partner, der also über 13 Jahre Erfahrung im BPO-Segment hat für HR Operations, und dort gemeinsam eine Lösung für digitales Prozessmanagement in der HR zu entwickeln. Ich persönlich finde, dass wir in einer ganz, ganz spannenden Zeit leben. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Technologien, wir beschäftigen uns mit KI, mit Business Intelligence, wir beschäftigen uns mit Chatbot-Technologien, mit Automatically Social Profiling und Deep Learning, Recruitment Channels. Das heißt, wir leben in einer hochtechnologisierten Welt und umgeben uns mit ganz, ganz vielen Innovationen. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich auch auf verschiedensten Kanälen und Kongressen die Möglichkeit haben, hier auch Innovationen kennenzulernen und beizuwohnen. Wir haben derzeit nach meinem Kenntnisstand über 740 verschiedene Recruitment-Lösungen, allein die hier im Dachbereich angeboten werden. Wir haben über 320 verschiedene Human Resources Management-Lösungen. Das heißt also eine wahnsinnig große Vielzahl und Auswahl für jeden Bereich, für jeden Anspruch, für jedes, ich sag mal, Lösungsportfolio, einen Dienstleister, der uns dort unterstützen kann, technologischer Art, wenngleich wir aber auch doch wenn wir uns mal tiefer an dem Segment ein bisschen beschäftigen, und da wird sich der ein oder andere von Ihnen wahrscheinlich auch wiederfinden, eigentlich an einem Punkt befinden, wo wir ja einen Großteil der Datenprozesse nach wie vor manuell und dezentral administrieren. Und das Problem dahinter ist halt oftmals dieses, dass wir eigentlich in manuellen Prozessen so ein bisschen ersticken. Das heißt, wir möchten gerne Technologie, wir möchten uns gerne mit automatically Workflows beschäftigen, aber eigentlich im Operativen sind wir immer noch gefangen in vielen, vielen manuellen Prozessen, die natürlich teuer sind, die ineffizient sind, die viel, viel Frust schaffen, aber eben halt vor allem eins tun, die eben halt sehr fehlerhaft sind. Und ich würde ganz gerne mal mit Ihnen gemeinsam mir einen dieser Prozesse anschauen, der vielleicht dem einen oder anderen auch gar nicht ungeläufig ist. Der klassische Krankheitsprozess, der Mitarbeiter fühlt sich also nicht so gut. Bei dem Wetter da draußen kann das durchaus auch passieren. Der ist also nicht okay, rafft sich auf, nimmt das Telefon zur Hand, meldet sich telefonisch im Switchboard, dort wird seine Krankmeldung erfasst, die findet auf irgendeinem Weg auch die Möglichkeit, dem Vorgesetzten weitergeleitet zu werden. Das wird dann in der Mitarbeiterliste von der HR erfasst. Das hat dann möglicherweise auch einen Impact auf die Krankenkasse oder eben halt dann später auch auf die Lohnabrechnung. Dieser klassische Prozess
birgt ja nicht nur eine geringe Hemmschwelle für den Mitarbeiter, sich eben mal schnell krank zu melden, sondern ist im Hintergrund mit einer Vielzahl an Prozessen konfrontiert. Zum Beispiel weiß der Mitarbeiter eigentlich, wie viele Tage er bereits krank war. Das ist ein wichtiger Indikator dafür, auch abzuwägen, wie stark seine Kopfschmerzen möglicherweise sind. Also wenn der Mitarbeiter selber transparent ist, dass er eben halt schon 5 Tage diesen Monat gefehlt hat, dann wird er sich möglicherweise noch mal überlegen, mal eben schnell anzurufen. Aber das ist Unterstellung. Die Prozesse, die im Hintergrund passieren, sind eben halt sehr vielfältiger Natur. Das ist einer davon. Ein zweiter ist, was ist, wenn der Mitarbeiter im Urlaub krank wird? Also die Krankheitstage müssen natürlich mit den Urlaubstagen entsprechend korreliert sein. Was ist mit dem Nachweis über die Krankmeldung? Viele von Ihnen, glaube ich, haben ein großes Portfolio an Argumentationen und Ausreden. Ich habe das meiner Frau mitgegeben oder ich habe das einem Kollegen im Briefkasten geworfen und. Genauso, was ist das? Ist, wenn die Krankheit ansteckend ist, ja, dann gibt es eine Informationspflicht im Unternehmen. Wie erfolgt die? Per SMS, per E-Mail? Wie sieht das Thema Datenschutz dahinter aus? Was ist mit dem direkten Impact auf das Projektmanagement des Mitarbeiters in seinem Team? Wie erfahren denn seine direkten Kollegen davon, dass der Mitarbeiter heute für das Projekt oder für die Aufgaben nicht zur Verfügung steht? Wie lange ist er möglicherweise abwesend? Was ist dann auch mit der Zeiterfassung? Was ist mit anderen Kollegen oder Abteilungen, aus anderen Divisions oder anderen Abteilungen, die direkt mit ihm zusammenarbeiten, wo er seinen Fehlern einen Impact hat? Was ist, wenn der Vorgesetzte gar nicht da ist im Unternehmen? Wie wird das dann an die Kollegen kommuniziert? Was ist mit dem Überblick der gesamten Krankheiten oder Abwesenheiten von Mitarbeitern? Was ist, wenn der Personalmanager nicht da ist, gar keinen Zugriff darauf hat? Was ist überhaupt mit der Thematik Administration und Zugriffsrechte im Unternehmen? Und. Wurde der Krankheitsschein jetzt eingereicht, etc.? Das sind ja alles Thematiken, die im Prozess selber eine Unmenge an Frust, wie ich schon vorhin sagte, schaffen. Aber der persönliche Frust ist gar nicht so der springende Punkt, sondern vor allem haben wir hier in dieser Prozesskette die Problematik, dass wir in jedem dieser Tasks einen hohen Aufwand an manuellen To-Dos dahinter haben. Und das ist eine Problematik, die sich eben halt lösen lässt durch Prozesse. Da kommen wir gleich ein bisschen später dazu. Vor allem erzeugt er aber einen Impact, und zwar einen Impact auch auf einer Kosteneffizienzseite. Das heißt, wir haben mit Kienbaum vor 2 Jahren eine Studie zusammen entwickelt und festgestellt, dass also so ein Prozess, so ein Krankheitsprozess mit all diesen Tasks, die daran involviert sind, durchaus 3,5 Stunden Zeit eines Personalmanagers in Anspruch nehmen kann. 3,5 Stunden Zeit für einen Krankheitsprozess. Wenn Sie mir gestatten, würde ich das mal ein Stück weiter ausführen. Wenn wir mal ein durchschnittliches Brutto nehmen von 5.500 € Brutto im Jahr pro Prozess, 137 €, die nur durch einen manuellen Krankheitsprozess, durch die Administration eines Krankheitsausfalls eines Mitarbeiters entstehen können. Wenn wir mal ein Unternehmen nehmen mit 500 Mitarbeitern und das hochmultiplizieren, sind das bei durchschnittlich 3 Krankheitsprozessen im Jahr. 1.500 Prozesse, entsprechend eben halt des Stundensatzes, reden wir hier von 200.000 €, die nur für die Verwaltung von Krankheitsanträgen draufgeht. Und wir sprechen jetzt nur von dem Krankheitsantrag. Die HR in der heutigen Rolle ist ja mit einer Vielzahl an Prozessen konfrontiert. Wir fallen da zum Beispiel das Thema meines Vorredners, das Thema Recruitment mit ein, das Thema Zeiterfassung, ein sehr komplexes Thema der Lohn- und Gehaltsabrechnung, die dann auch tatsächlich auch nochmal einen ganz anderen Kostenimpact dahinter führt, wenn hier Fehler in der Gehaltsabrechnung entstehen. Dem ganzen Thema Feedback-Management, Talent-Management, um mal nur einige der Prozesse zu nennen. Und jeder dieser einzelnen Tasks hat in sich betrachtet ja auch nochmal eine Komplexität an weiteren Prozessen, was sich nach sich führt. Also Sie sehen, ich möchte Ihnen ganz gerne visualisieren und Sie auch ein bisschen sensibilisieren im Verständnis dafür, welche Kostenfaktoren manuelle Prozesse nach sich ziehen können und welchen Impact das entsprechend dann auch im Unternehmen haben kann. Einfach mal wirklich nur aus einer reinen Kostenbrille betrachtet. Das ist lösbar, das ist die gute Nachricht, durch digitale Prozesse. Und die wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Ich muss davor allerdings noch einen Step tiefer gehen und mit Ihnen über den digitalen Reifegrad in den Unternehmen sprechen. Der digitale Reifegrad in Unternehmen ist eben halt sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ich berufe mich hier auf eine Studie von der Bitkom letzten Jahres, wo also Unternehmen gefragt wurden oder in Unternehmen die Befragung durchgeführt wurde, wie stark der Reifegrad ausgeprägt ist.
Und hier sehen wir also, dass 13% der Unternehmen digitale Prozesse einsetzen, 21% der Unternehmen angeben, also eine digitale Expertise zu besitzen, 34% immerhin der Unternehmen werden durch ihre IT unterstützt in der HR-Infrastruktur. Also das heißt, die arbeiten in irgendeiner Form, ob jetzt im Payroll oder im Recruitment oder eben halt auch in der Personalakte, schon mit IT-unterstützten Systemen. Und 27% der Unternehmen haben ihre Kommunikation intern auch über digitale Wege durchgeführt. Das heißt, wir bewegen uns aber hier immer noch knapp über einem Drittel oder in vielen Bereichen weniger als einem Drittel, wo wir über einen digitalen Reifegrad sprechen in Unternehmen. Wenn wir uns das mal in der Matrix ein bisschen tiefer anschauen, dann sehen wir also hier eine Studie, ebenfalls von Kienbaum, Zusammenarbeit mit dem DGFP, vor 2 Jahren durchgeführt. Das beschreibt so den Status quo des Digitalisierungsgrads, wobei hier die Clusterung von 1 mit sehr wenig bis hin zu 6 sehr ausgeprägt ist. Und hier haben wir also verschiedene, ich sag mal, Prozesse und auch Aufgaben in der HR, die in irgendeiner Form digital unterstützt werden können. Wenn wir uns aber mal anschauen, wo sich die Unternehmen selber hier einordnen würden, also sowohl in der Qualität als in der internen Bedeutung, wie aber auch eben halt in dem Status quo ihres eigenen Digitalisierungsgrades, dann darf man sagen, dass wir, also wenn wir das mal mit einer Mondlandung vergleichen würden, wir gerade mal den Konstruktionsplan der Rakete fertiggestellt haben. Das heißt also, wir sind eigentlich noch relativ weit weg von einem Raketenstart. Also was also in technischen Bereichen oder im IT-Umfeld schon seit Jahren umgesetzt wird, entsteht gerade im Personalmanagement. Und wir sprechen schon seit ganz vielen Jahren darüber. Also mir persönlich bewusst seit 4, 5 Jahren ausgeprägter Digitalisierung 4.0, HR-Digitalisierung und. Grundlegend ist es aber aus unserer Erfahrung so, dass wir also mit vielen Mandanten, mit denen wir sprechen, tatsächlich wirklich noch von Excel sprechen, wirklich noch von manuellen Prozessen sprechen, von Personalakten, die auf Papier vorhanden sind. Das heißt, das spiegelt eigentlich auch diese Studie so ein bisschen wider, wo wir uns also gerade hinbewegen. Der Trend wird definitiv der sein, dass wir uns also viel, viel ausgeprägter, viel, viel intensiver mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen und auch sukzessive. Einige Unternehmen sind da Vorreiter, andere Unternehmen fangen da gerade erst an. Das heißt aber, grundlegend stehen wir eigentlich noch am Anfang. Und das ist schade. Denn wenn wir uns mal reinschauen, wie auch Unternehmen, ich sag mal, sich einordnen, was zum Beispiel die HR-Strategie betrifft mit konkreten Zielen und Projekten, oder wenn Unternehmen sich einordnen, wie konsequent sie ihre HR-Prozesse intern digitalisieren oder auch, wenn wir uns anschauen, dass eben halt ausreichend Kompetenzen in Unternehmen vorhanden sind zur Realisierung von Digitalprojekten oder Digitalisierungsprojekten, vor allem in der Personalabteilung. Dann stellen wir eben halt fest, dass ein sehr, sehr geringer Anteil eigentlich dem zustimmt und eigentlich auch vorbereitet darauf ist, beziehungsweise die Ressourcen hat, die Erfahrung hat und eben halt auch entsprechend das Budget zur Verfügung hat, um solche Projekte durchzusetzen. Und das ist eigentlich unser Anliegen, hier an der Stelle eben halt zu unterstützen. Die Problematik dahinter ist mit einer weiteren verbunden, nämlich dass die Aufgaben der zukünftigen HR oder auch der zukünftig geforderten Kompetenzen der HR sich eben halt auch stärker in verschiedenen Bereichen ausprägt. Vor allem eben halt in dem Bereich Business Acumen, im technischen Verständnis, auch in der Flexibilität ihrer Arbeitsweise, auch in der Führungskompetenz, also die Matrix der Kompetenzen im Führungsportfolio verändern sich sehr, sehr stark, aber eben halt auch, und das möchte ich ein bisschen stärker beleuchten, im Bereich der Analysefähigkeit. Eine heutige Excel-Liste ist ein ganz wunderbares Tool. Wenn ich in der Lage bin, mir daraus auch einen Pivot-Chart zu generieren, ist das großartig für mich alleine. Die Problematik fängt an, wenn ich dieses Excel-Sheet eben halt mit anderen teilen muss, beziehungsweise mehrere auf den gleichen Datensatz zugreifen müssen. Dann haben wir eben halt ein Szenario, was eben halt sehr isoliert ist, was eben halt meistens, ich spreche mir hierbei von einer Insellösung, behaftet ist. Das heißt, die Daten sind eben halt nicht wirklich transparent, die sind eben halt nicht wirklich für jeden zugänglich. Vor allem sind sie statisch, die Daten. Und der Bereich People Analytics, wenn wir den uns mal ein bisschen näher
anschauen wollen, dann müssen wir ein Grundverständnis gemeinsam erlangen. Was heißt eigentlich People Analytics an der Stelle? People Analytics heißt, dass es eine Verbesserung ist in der Entscheidungsqualität. Und zwar durch das zielgerichtete Nutzung von Ergebnissen zur Entscheidungsbeurteilung und Entscheidungsfindung. Und hier können wir uns eigentlich mal sehr, sehr schön anschauen, wo der Wertschöpfungsbeitrag ist. Das heißt, in der, ja, in der People Analytics eigentlich ja, so eine Journey hinter uns, so eine kleine Reise hinter uns, wo wir also hier die vertikale Achse, die Wertschöpfungskette aufzeigt, welche Nutzung einer People Analytics Lösung in der Phase leisten kann. Und die horizontale Achse bildet sozusagen den Fortschritt der Entwicklung ab. Und wir haben also einmal einen taktisch-operativen Bereich, wo also Entscheidungen auf Erfahrungen basiert getroffen werden. Dann haben wir Bereich, der gewachsen ist im Bereich HR Reporting, Berichtswesen. Da sind wir dann auch tatsächlich bei der Excel-Liste schon. Dann haben wir den Bereich HR Controlling, was dann schon sehr stark mit Kennzahlen im Dashboards arbeitet, also schon auch mit Echtzeitdaten oder mit Analysen aus Wochenberichten, aus Tagesberichten. Hier sind wir aber immer noch im taktischen Bereich unterwegs. Und die nächste Entwicklungsstufe ist eben halt dann einfach die strategische, die eben halt sich auf Datenanalyse stützt, die eben halt auch hier in der People Analytics, vor allem in der Predictive Analytics durchgeführt wird. Und das hat einen großen Einfluss. Also vor allem eben halt in der strategischen Personalplanung. Hier haben wir eben halt die Möglichkeit, aufgrund von People Analytics eben halt ganz andere Zusammenhänge zu erkennen, vor allem eben halt auch in der Budgetplanung. Wir können also bestimmten Trends schon vorbeugen. Wir können also bestimmten Issues, die in Unternehmen passieren können, sei es jetzt eine Mitarbeitermotivation, sei es eine Mitarbeiterfluktuation, den Trends können wir vorbeugen, weil sie durch Predictive Analytics eben halt schon vorher uns angezeigt werden, beziehungsweise uns einen Indikator dafür geben, ein Gefühl, also nicht nur ein Gefühl, sondern einen zahlenbasierten Indikator dafür geben, wo an welcher Stelle möglicherweise eine Problematik auftreten kann. Das betrifft natürlich ganz klar auch die Personalbeschaffung. Also wenn ein Unternehmen eben halt beispielsweise 3,5% im Jahr wächst, dann habe ich mit People Predictive Analytics die Möglichkeit, bestimmte Auswirkungen auf andere Abteilungen, auf andere Bereiche entsprechend eben halt auch schon im Budget Rücksicht zu nehmen. Das heißt, dann ist es nur logisch, dass eben halt bei einem gewissen Wachstum im Unternehmen eben halt dann auch entsprechend Headcounts oder FTE-Planstellen geschaffen werden müssen. Und dem kann ich eben halt schon auch im Recruiting vorbeugende Maßnahmen eben halt unterstützend treffen. Personaleinsatzplanung, natürlich, wenn eben halt ein bestimmter hoher Krankheitsstand da ist oder eben halt eine bestimmte Ausfallquote da ist oder eben halt Kompetenzcluster fehlen, dann kann ich hier über Analytics in der Personaleinsatzplanung ganz starken Einfluss darauf nehmen. Talentmanagement ist davon natürlich betroffen. Budgetierung hatte ich gerade schon angesprochen. Die Incentivierung, natürlich. Der gesamte Bereich Compensation Benefit, Corporate Benefits ist ein Riesenbereich, den ich datengestützt natürlich viel, viel granularer ausprägen kann und natürlich auf die einzelnen Bedarfe des Mitarbeiters zuschneidern kann. Employer Branding spielt direkt im Zusammenhang dazu eine wesentliche Rolle. Das ganze Thema An- und Abwesenheiten und Fluktuationen. Also da gibt es viele weitere Punkte. Da können wir gerne auch 3 Tage drüber sprechen, welche Möglichkeiten das alles hat. Was ich Ihnen damit nur visualisieren möchte, ist, dass jeder dieser einzelnen Bereiche datengestützt natürlich einen riesen Einflussfaktor hat, und zwar auf die Unternehmensentwicklung. Und an der Stelle wird die HR aus einer reaktiven Position in eine aktive Rolle geführt. Das heißt, wir sind keine Datenzulieferer mehr und liefern auf Bedarf und Nachfrage Daten aus, sondern wir können im Vorfeld bereits strategische Personalarbeit leisten, weil die Daten uns Aufschluss darüber geben können, auf welchen Bereich sie Einfluss und Veränderungen führen, beziehungsweise welche Maßnahmen dazu notwendig sind. Und das verschafft uns natürlich oder es verschafft der HR eine ganz andere Positionierung, nämlich sie werden Partner der Geschäftsführung und eben halt nicht mehr in ihrer operativen Rolle sozusagen gehalten. Das Nutzenpotenzial von People Analytics ist vor allem eins, natürlich, es ist Zeit. Das heißt, ich schaffe mir einen großen Vorteil durch beschleunigte HR-Reporting-Prozesse und Zyklen. Ich spare natürlich eine ganze Menge Arbeitszeit ein durch eben halt Automatisierung in der HR, vor allem eben halt in der HR-Reporting. Ich kann also viele, viele Prozesszeiten verringern entlang der gesamten HR-Wirkungskette.
Ja, ob das jetzt in der Payroll ist, ob das jetzt eben halt im Bereich Benefit ist oder. Ich habe also viele, viele Möglichkeiten durch die transparente Sichtweise auf die Daten im Prinzip weniger manuelle To-Dos durchführen zu müssen, weniger manuelle Prozessschritte durchführen zu müssen, um eben halt schnell zu einem datengestützten Ergebnis zu kommen. Ein weiterer großer Nutzen ist natürlich, dass ich Fehlentscheidungen hier viel, viel stärker vorbeugen kann. Das heißt, vor allem in der Reduktion der Wahrscheinlichkeit von kostspieligen Fehlentscheidungen, gerade im Recruitment-Bereich, wenn ich also auswerten kann, welche Kompetenzcluster genutzt und gebraucht werden zukünftig, welche, ich sag mal, auch Kompetenzgrade Mitarbeiter erfüllen müssen für bestimmte Rollen oder eben halt auch welche Möglichkeiten bei Mitarbeitern zur Weiterentwicklung bestehen, um jetzt mal ein Beispiel daraus zu nennen, dem kann ich natürlich datengestützt ganz anders begegnen. Genauso aber eben halt auch Analysen, die korreliert sind auf der Basis von reellen und tatsächlichen Echtzeitdaten. Eine Kostenreduktion, ich hatte es schon ein, zweimal angesprochen gehabt, ich werde auch öfters darauf rumreiten. Kosten sind einfach ein Riesentreiber im Unternehmen. Kosten sind der Punkt, warum die HR oftmals auch kein notwendiges Budget dafür bekommt, wenngleich eben halt hier auch viele, viele versteckte Kosten im Unternehmen passieren, wenn sie eben halt nicht in der Automatisierung oder in der Digitalisierung geführt werden. Das heißt aber, tatsächliche Leistungen und Kompetenzen kann ich dadurch natürlich transparenter und beurteilbarer machen. Ich kann also hier an der Stelle viele, viele, viele Kosten nicht nur reduzieren, sondern eben halt auch, bevor sie entstehen, dem vorbeugen. Also ich möchte Ihnen damit nur einige Beispiele nennen. Wir könnten das hier auch endlos fortführen. Ich möchte eigentlich nur mit den Folien Ihnen auch so ein bisschen die Möglichkeit aufzeigen, wo People Analytics sich gerade befindet und wo wir auch einen Wertschöpfung und Nutzen daraus ziehen können. Wieder zurück, back to the basics. 82% der KMU-Unternehmen in Deutschland arbeiten eben halt noch sehr rudimentär mit den Daten, vor allem im Umgang mit Daten, werden also von Betriebsräten eben halt auch wirklich diktiert, wie mit Daten umgegangen werden soll, welche Transparenz dürfen Daten im Unternehmen erfahren. Das wird dann wiederum eingedampft auf eben halt Excel und Papier. Und viele der HR-Manager, mit denen ich auch spreche, wissen auch gar nicht, wo ihre Daten eigentlich liegen. Das wird auch ein Problem. Nehmen wir ein Beispiel, wenn ein Mitarbeiter ihr Unternehmen verlässt und er hat einen guten Arbeitsrechtler an der Seite, dann darf er seit 1. Mai letzten Jahres auf die Herausgabe und die Beweisführung vor allem auf die nicht archivierungspflichtigen Daten im Unternehmen klopfen. Das heißt, Sie müssen den Beweis antreten, dass alle nicht archivierungspflichtigen Daten des Mitarbeiters nach der entsprechenden Entfristung gelöscht wurden. Das wird mit der Excel-Liste recht schwierig. Die wird vom Arbeitsgericht vermutlich nicht anerkannt. Es könnte also eine Kopie einer Kopie einer Kopie einer Excel-Liste geben. Das heißt, den eindeutigen Beweis können Sie nicht anführen. Könnte im schlimmsten Fall eben halt darauf hinauslaufen, dass man sich außergerichtlich einigt, 3 Monatsgehälter, was auch immer. Also es ist produziert ein Kostenfaktor, dem ich vorbeugen kann, indem ich halt eine revisionssichere Archivierung meiner Daten habe und dann eben halt auch direkt aus dem System heraus einen Beweis führen kann, okay, diese Daten wurden gelöscht, dieser Datensatz existiert nicht mehr und die archivierungspflichtigen Daten werden entsprechend den Fristen aufbewahrt. Das alles bietet die Digitalisierung und darüber hinaus noch viel, viel mehr. Wenn wir uns aber auch mal anschauen, wie zufrieden sind eigentlich Personaler mit den Personaldaten im Unternehmen, das ist eine Studie von PricewaterhouseCoopers, dann stellen wir fest, dass also die Daten in den Unternehmen, die ja der HR vorliegen, mit der HR arbeitet, sozusagen bei ungefähr 6% liegt. Also 6% der Unternehmen oder der HR-Manager im Unternehmen sind zufrieden mit den Personaldaten. 6%. Das heißt also, wir haben ein Optimierungspotenzial von 94%, um valide Daten zu schaffen. Das führt zu einem Problem. Das führt zu einem Problem, und das Problem heißt SISO. Weiß nicht, wer von Ihnen das SISO-Problem schon kennt. Das Problem heißt Shit in, Shit out. Wenn Sie also schlechte Daten irgendwo hineinführen, dann kann Ihnen das allerbeste Tool der Welt nicht daraus valide Daten kreieren, beziehungsweise keine Daten, auf die Sie sich stützen können. Oder wie es ein Geschäftsführer der Telefonica mal ausgedrückt haben, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Und eine Problemstellung dessen ist, dass wir also im Unternehmen irgendwo Daten generieren, die kommen aus
komme aus einer Abteilung, das können Anwesenheiten sein, das können Daten sein, die aus unterschiedlichsten Quellen generieren für die An- und Abwesenheiten von Urlauben, von Krankheitsdaten, von Performance-Daten des Mitarbeiters, natürlich auch Daten aus der Lohngehaltsabrechnung, das können aber auch Daten aus dem Recruitment sein. Diese Daten fließen oftmals eben halt in Insellösungen hinein. Viele Unternehmen haben natürlich technische Lösungen für eine An- und Abwesenheit. Und sei es eben halt auch eine Excel-Tabelle, auch das ist eine technische Lösung, die also abweicht von dem Papieraufschreiben. Ich glaube, an dem Punkt sind wir schon. Aber es kann natürlich auch ein Recruitment-Tool sein, das kann natürlich Ihr Lohnabrechnungsprogramm, Dativ, Sage oder was auch immer sein. Das kann natürlich aber eben halt auch ein performancegestütztes System sein wie Loopline oder HR Instruments oder eine Picon. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, die Daten, die also hier im Unternehmen entstehen, fließen eben halt in diese Insellösungen hinein. Und der HR-Manager oder der Payroll-Beauftragte oder derjenige, der mit diesen Daten arbeiten muss, kann eigentlich nur eine manuelle Plausibilitätsprüfung durchführen. Er kann nicht nachvollziehen und rekapitulieren, wo der Fehler in den Daten entstanden ist. Er hat nur die Chance, eigentlich diese Daten weiterzuführen und in dem Beispiel einer Lohngehaltsabrechnung die Daten eben halt in der Probeabrechnung so lange hin und her zu führen, bis diese Daten dann irgendwann validiert worden sind. Und das ist natürlich enorm zeitaufwendig, das kostet viel Geld und vor allem schafft das auch, und jetzt sind wir wieder am ersten Punkt, Frust. Und dem kann man natürlich begegnen. Wenn wir uns anschauen, wie das Szenario in den Unternehmen ist, warum gibt es diese Insellösungen? Insellösungen sind per se ja nichts Schlechtes. Insellösungen haben den Nachteil, dass sie eben halt Daten isolieren. Wenn ich Insellösungen im Unternehmen verwende und keine holistische HCM-Lösung oder ganzheitliche Lösung, dann kann ich schon mit Insellösungen arbeiten, nur ich muss eine Konnektivität schaffen. Und das ist ein sehr simples Beispiel, um das mal zu veranschaulichen, in welcher Beziehungen Daten oder Insellösungen miteinander stehen. Also ob wir jetzt das Beispiel Payroll nehmen, wo eben halt eine An- und Abwesenheit einen direkten Einfluss hat oder eben halt auch die Reisekostenabrechnung oder das Thema Zeiterfassung. Wenn ich also keine Schnittstellen dazu anbieten kann, wenn ich also keine Point-to-Point- oder End-to-End-Verbindung herstelle, wo Daten sich synchronisieren können, dann habe ich genau die Problematik, dass ich eben halt Insellösungen habe, die ich eben halt in sich betrachtet nur einzeln sozusagen managen kann, die Daten daraus extrahieren muss und dann eben halt nur wieder plausibilisieren muss. Und den Prozess, glaube ich, dürften einige von Ihnen kennen, dass das eben halt, ich sag mal, ein gangbarer Weg, aber nicht der optimale Weg ist. Ich glaube, da stoße ich bei Ihnen hoffentlich auf Einverständnis dahinter. Die Hauptursache der fehlerhaften Daten liegt tatsächlich, und das ist die bittere Wahrheit, in dem menschlichen Fehler. Also der Mensch ist halt einfach nicht perfekt. Die Maschine arbeitet fehlerfrei, sofern sie mit validen Daten gefüttert wird. Da gibt es eben halt keine Fehlertoleranz, da gibt es keine Grauzone, da gibt es keine Urlaubstage, da gibt es keine An- und Abwesenheiten, da gibt es keine persönlichen Bauchentscheidungen, da gibt es einfach ein Ist und ein Soll. Und dazwischen gibt es keine Grauzone. Das veranschaulicht uns eigentlich so ein bisschen, wo der Mehrwert beziehungsweise eben halt auch der Gap liegt. Oftmals sind eben halt die Ursachen fehlerhafter Daten, dass A, die Technologie fehlt, dass wir menschliche Fehler produzieren und dass eben halt vor allem die Ressource oder ich sag mal auch die Schaffenskraft des Mitarbeiters unzureichend in Unternehmen da ist und aber auch ein wichtiger Faktor, dass es eine fehlerhafte oder auch eine fehlende Kommunikation zwischen Abteilungen gibt. Also wir können einfach nur das simple Beispiel des Krankheitsscheins wieder nehmen. Wie oft läuft man denn hinterher, wie oft fragt man nach, wie oft schreibt man eine Mail, wie oft recherchiert man, wo dieser Krankheitsschein jetzt geblieben sein könnte. So ein simples Beispiel, was sich ganz wunderbar automatisiert in den Workflow geben lässt, wo gar keiner mehr manuell irgendetwas dafür tun muss. Ja. Das ist die gute Nachricht. Es ist lösbar. Es ist lösbar durch zentralisiertes Datenmanagement. Und das ist eigentlich genau das, was HRLab macht. Das heißt, wir bringen also alle operativen Prozesse in ein holistisches HCM-System, also Human Capital Management, wo wir also alle Prozesse, die digital unterstützt werden können, Daten, die generiert werden, stammt sowie auch Bewegungsdaten, die für die Abrechnung, für die Entwicklung, für die Qualifizierung des Mitarbeiters notwendig sind, in einem System und unterstützen das durch intelligente Workflows, die eben halt sehr individuell für das Unternehmen einzeln anpassbar sind. Ich möchte aber gar nicht so auf HRLab in unserer Lösung rumreiten, sondern ich möchte Ihnen eigentlich weiterführend mal so betrachten, wo eigentlich das HR digital unterstützt werden kann.
Hier haben wir also eine Matrix, wo wir sehen, dass also im HCM-Zyklus selber, also angefangen tatsächlich im Onboarding des Mitarbeiters bis hin zum Personalaustritt, also dem Offboarding des Mitarbeiters, ein hoher Grad an Wertschöpfung entstehen kann. Sei es also hier in der Personalkostenplanung, sei es in der Personaleinsatzplanung, bis hin eben halt dann der Nachfolgeplanung, beziehungsweise dann eben halt auch in der Personalgewinnung, ob das jetzt das Recruitment ist, die Archivierung der Daten, ob das das Dokumentenmanagement ist, ob das eben halt die automatische Antrags- oder Vertragserstellung ist, die Beurteilung, die Zeugnisgenerierung. All diese Prozesse, auch in der operativen Personalbetreuung, können digital ganz wunderbar unterstützt werden und vor allem sehr effizient unterstützt werden. Nicht nur in dem Bereich People Analytics, das ist natürlich so ein ganz gesonderter Bereich, der mich, und das hatte ich ja vorhin schon versucht, ein bisschen auszuführen, mich in dem nicht nur der operativen, sondern vor allem der strategischen Personalmanagement stärker unterstützt, sondern eben halt in den ganzen vielen, vielen Stunden der operativen Personalarbeit hier eben halt durch digital unterstützte Prozesse mich abholt und vor allem eben halt valide durch Workflows hier bereichert, beziehungsweise eben halt diese fehlerhaft und ein hohes Maß an Kosten eben halt einfach wegnimmt. Wir versuchen das mit HR Lab auf einer zentralisierten HR-Plattform zu bringen für eben halt alle operativen Tasks. Das heißt also angefangen von der digitalen vollständigen Personalakte, die also alle Daten des Mitarbeiters bis hin zur Entwicklung dann eben halt beinhaltet, bis hin eben halt dann zu einem userfokussierten Prozessmanagement. Das heißt, wir geben uns hier gesteigerte Mühe, sozusagen alle Prozessketten sowie aber auch externen Anwendungen auf eine digitale Plattform zu bringen. Der digitale Mitarbeiterlebenszyklus kann natürlich so ganz wunderbar bedient werden. Das heißt also vom Eintritt des Mitarbeiters fängt eigentlich ja schon an mit der digitalen Vertragserstellung, wo es also die Möglichkeit gibt, eben halt direkt eine elektronische Signatur zu nutzen, sodass der Mitarbeiter bei zumindest unbefristeten Arbeitsverträgen gar nicht mehr handschriftlich den Vertrag unterschreiben müsste, sondern eben halt auch digital schon gegenzeichnen kann. Das spart nicht nur hohe Wartefristen und Kosten für die Versendung hin und her, sondern hat eben halt auch den Vorteil, dass ihn Kandidaten in sehr kurzer Zeit sehr schnell matchen können. Bis hin eben halt zur Archivierung gesamter Dokumente, bis hin eben halt zur auch Kommunikation zwischen den Abteilungen im Onboarding-Prozess. Also wer hat was dann zu tun? Es gibt ein integriertes Taskmanagement, mit dem man das sehr gut lösen lässt, wo Aufgaben dediziert Mitarbeitern zugewiesen werden. Bis hin eben halt dann zur Lohnabrechnung, Reisekostenabrechnung, also dem Self-Service des Mitarbeiters, wo er stärker in die Verantwortung, in die Rolle genommen wird, seine operativen To-Dos im Unternehmen eben halt auch beizubringen und nicht nur durch die HR oder dem Vorgesetzten durchführen lassen zu müssen, sondern eben halt durch digitale Prozesse eben halt durchführen lassen kann, selbst ausgelöst entsprechend, bis dann eben halt zum Austritt des Mitarbeiters. Und das endet eben halt nicht mit dem Verlassen oder mit der Kündigung des Mitarbeiters, sondern es endet eben halt damit, dass automatisch berechnet wird, wie viel Urlaubsanspruch gibt es noch dazu, wie sind die Kündigungsfristen dahinter, wird ein Zeugnis erstellt für den Mitarbeiter, welche gesetzlichen Normen gibt es da zu beachten und. Das sind alles To-Dos, die ich mir also digital gestützt sehr, sehr gut heranziehen kann, um eben halt in einer digitalen Umgebung sozusagen dann den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus abbilden zu können. Und das natürlich auch ein Riesen-Benefit für den Mitarbeiter selber darstellt. Das heißt, Sie als Unternehmen möchten sich als attraktiven Arbeitgeber im Markt positionieren. Wir wissen alle, dass Fachkräftemangel, ich mag das Wort nicht, aber der Fachkräftemangel, der ist nicht irgendwo herbeigezaubert oder herbeigeschworen, sondern der ist existent. Das merken wir in unserem eigenen Unternehmen natürlich auch. Das heißt, hochqualifizierte Spezialisten sind im Markt schwierig zu finden. Die laufen auch nicht mit einer Fahne rum, recruited mich, sondern die muss man sehr aufwendig entweder abwerben oder in irgendwelchen spezifischen, sehr spitzen Zielgruppen, akquirieren. Und jetzt habe ich diesen Mitarbeiter und er kommt zu meinem Unternehmen und möchte bei mir arbeiten. Und ich habe ihm die Gott und die Welt gezeigt, um ihn für mich zu gewinnen. Und dann muss er seinen Urlaubsantrag per Excel bei uns durchführen. Das passt dann eben halt nicht zur Präsentation des Unternehmens, auch als Arbeitgebermarke nach außen, sondern das, was ich nach außen verspreche, muss ich auch innerparteilich abbilden können. Ja. Im Prozessdesign des Mitarbeiterzyklus, ich habe es schon gerade angesprochen, steht natürlich am Anfang immer das Recruitment bis eben halt zur Einstellung des Mitarbeiters. Der gesamte Einarbeitungsplan kann digital automatisiert abgebildet werden. Die Qualifizierung des Mitarbeiters kann eben halt anhand von KPIs an bestimmten Skill-Levels festgesetzt werden, entsprechend dann eben halt auch beurteilt werden vom Vorgesetzten. Das alles kann eben halt digital gestützt funktionieren. Natürlich wird es nicht
das persönliche Gespräch ablösen. Das ist auch gar nicht der Fokus und die Intention dahinter, sondern alles, was manuell an Erfassung, an Protokollierung und vor allem an operativen To-Dos dahinter steht, das soll eigentlich digital unterstützt in Workflows gegeben werden und in der Wertschöpfungskette des Mitarbeiterlebenszyklus, beziehungsweise hier im Prozessdesign, können wir also sehen, wo an welchen Stellen wir das ganze Thema digital durchführen können, bis dann eben halt im schlimmsten Fall zur Trennung des Mitarbeiters. Und das alles noch viel mehr bietet Ihnen HR Lab. Wenn Sie möchten und Interesse haben, dann würde ich mich freuen, mit Ihnen mich ein bisschen tiefer auszutauschen zu dem Thema, wo Sie stehen, wo Sie hin möchten, was Sie erwarten, wo Ihre Requirements liegen. Wir bieten Ihnen gerne an, sich bei uns einfach mal bei hrlab.de zu registrieren, sich einfach mal einen kostenlosen Trial zu holen, sich anzuschauen, wie so eine Lösung auszusehen hat. Sie haben mit Sicherheit in der Vergangenheit verschiedenste Erfahrungen mit Lösungen, gleich welche Anbieter machen können. Wir verfolgen hier ein bisschen noch ein anderes Modell dahinter. Wir versuchen also mit HR Lab auch eine sehr, sehr moderne Oberfläche anzubieten. Das heißt, wir legen sehr hohen Wert auf das Thema Self-Serving des Mitarbeiters. Wir unterstützen das durch Tutorials. Wir möchten also keinem zumuten, ein Handbuch in die Hand nehmen zu müssen, um so ein System zu verstehen, sondern legen sehr viel Wert auf Intuition und intuitive Benutzerführung, sodass eigentlich jeder, gleich welchem technischen Verständnis, in der Lage ist, in HR Lab sehr schnell und effektiv geonboardet zu werden, beziehungsweise damit auch arbeiten zu können. Ich würde mich freuen, mit Ihnen da tiefer in den Austausch zu gehen. Meines Wissens hatte ich einige Fragen auch mitgestellt und vielleicht hat der ein oder andere diese auch, ich sag mal, beantworten können. Ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht die Gelegenheit hätten, da mal ganz kurz reinzuschauen. Ja, ein paar Fragen sind aufgekommen, die ich gerne stellen würde. Gerne. Und wahrscheinlich ist es dann für die Teilnehmer sehr spannend, dann auch die Antworten zu hören. Also eine erste Frage ist denn so, wie ist denn der Trend zur Digitalisierung, gerade im Mittelstand? Dass das im Konzernbereich sehr gut funktioniert, dass der Konzernbereich da sehr, sehr weit ist, kann man sich vorstellen. Aber wenn wir jetzt so einen klassischen Mittelständler sehen mit 450 Mitarbeitern, wie Ja. ist denn da der Trend aus Ihrer Erfahrung heraus? Also der Trend ist, alle wollen, alle haben Lust, aber auch Angst davor. Okay. Also Angst, in Anführungsstrichen. Es fehlt einfach tatsächlich, das hatte ich ja vorhin in der Studie auch ein bisschen, hat das widergespiegelt, es fehlt einfach so ein bisschen, wo fange ich an damit? Also was heißt denn Digitalisierung für mich? Mit der Einführung und dem Kauf eines Tools ist es nicht getan, sondern es hat natürlich einen Impact auf das Unternehmen, es hat einen Impact auf die Unternehmenskultur. Wenn ein inhabergeführtes Unternehmen, was eben halt 150 Jahre lang in der Produktion tätig ist, am Markt ein gewachsenes, gestandenes Unternehmen ist, dementsprechend auch die Mitarbeiter in diesem Prozess des Unternehmens mitgewachsen sind, hat das natürlich einen riesen Einfluss darauf. Das heißt, dort muss man sehr, sehr viel Aufklärung auch betreiben und vor allem, ich sage mal, auch das Unternehmen ganz stark an die Hand nehmen und gemeinsam über die Prozessveränderung bzw. Prozesskultur auch im Unternehmen stehen. Viele haben eine vage Vorstellung, was sie eigentlich wollen, reduzieren das dann oftmals auf so Themen wie Payroll oder auch die digitale Mitarbeiterakte, wenngleich viele ganz andere Themen davon mit betroffen sind. Also der Trend, ich kann gar nicht sagen, der ist super oder ist schlecht, der ist sehr unterschiedlich ausgeprägt mit dem gemeinsamen Tenor, dass doch die meisten Unternehmen ein sehr großes Interesse daran haben, diesen Weg jetzt gehen zu wollen. Ja. Okay. Sie haben ja auch Umfragen mitgebracht. Wenn Sie wollen, können wir die jetzt gerne mal einblenden und uns mal anschauen, welche Antworten unsere Teilnehmer Ihnen liefern. Sehr gerne. Okay, die erste Umfrage ist offen. Wie stark arbeiten Sie mit digital unterstützten Prozessen im HR, im Personalbereich? Sie hätten drei Antwortmöglichkeiten: unter 20%, unter 50%, über 60%. Und ich sehe schon, Sie beteiligen sich gerade sehr, sehr fleißig an der Umfrage. Sehr gut. Wir würden noch ein klein wenig warten, dass wir auch eine entsprechende Anzahl von Teilnehmern prozentual gesehen einfach dabei haben. So, ich glaube, gerade stabilisiert es sich. Ich denke, ja, wir können es einblenden. Ich glaube, wir haben eine ganz klare Reihenfolge, die sich jetzt auch nicht verändern wird. Ja, das heißt, unsere Zuschauer, unsere Zuhörer heute
setzen das Thema Digitalisierung noch nicht ganz so stark ein, mit unter 20%. Ist das etwas, was Sie so erwartet haben? Oder kennen Sie andere Zahlen? Es ist schwierig. Also es ist sehr schwierig. Also A, kenne ich gar nicht alle Teilnehmer. Also habe gar keinen Überblick, wie sie sich zusammensetzen. Sie haben total recht in dem Punkt, dass eben halt große Konzerne oftmals ganz andere Möglichkeiten, Budgets und Ressourcen auch zur Verfügung haben, um das Thema eben halt auch anders treiben zu können intern, wenngleich sie auf andere Widerstände stoßen. Tatsächlich hätte ich es ein bisschen höher eingeordnet. Ich hätte es so bei 35% eher geschätzt. Wenngleich mich das auf der anderen Seite natürlich total freut, weil dann sollten wir auf jeden Fall aktiv in Kontakt miteinander treten und uns mal über die Möglichkeiten austauschen, sehr gerne. Ja, also das wäre meine Einladung dazu. Da kann ich jeden nur auffordern, der Interesse an der Digitalisierung seiner Personalthemen, Personalprozesse hat, doch einfach mal den Herrn Ackermann zu kontaktieren. Wenn es Ihnen recht ist, würden wir jetzt die zweite Umfrage gleich mal einblenden. Sehr gerne. Da ist sie auch schon. Wo kommt HR-Technologien bei Ihnen maßgeblich zum Einsatz? Und auch hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten, das Recruiting, das On-Off-Boarding, Feedback-Prozesse, Dokumentenmanagement und Payroll-Systeme oder auch Reporting und Analysen. Und ja, Sie dürfen sich beteiligen, das heißt also, Sie sind schon rege dabei. Ich sehe diesmal auch noch sehr viel schneller als bei der ersten Umfrage. Aber auch hier kristallisiert sich jetzt gerade doch ein Bild raus, dass wir ein paar starke Punkte haben und ein paar weniger stark besetzte. Ich denke, wir können sie auch mal schließen, um die Ergebnisse einzublenden. Ja, und dann stelle ich Ihnen kurz nochmal vor, wie die Antworten waren. Das Dokumentenmanagement und Payroll mit 75% ist hier am höchsten gewichtet. Dann kommt das Recruiting mit 56% und Feedback-Prozesse und Reporting-Analyse haben jeweils 25% erreicht. Das Thema On- und Offboarding findet keinerlei Beachtung. Was sagen Sie zu den Ergebnissen? Also das Letzte überrascht mich tatsächlich, On- und Offboarding, weil das, ich sag mal, ein Prozess ist, der sich ganz wunderbar digital abbilden lässt, also wirklich sehr, sehr gut sogar abbilden lässt. In den anderen Bereichen habe ich das so ein bisschen erwartet. Ja. Von daher ja, habe ich so ein bisschen damit gerechnet. Was mich überrascht, ist der Bereich tatsächlich On- und Offboarding. Also da sehen wir, gibt es auch noch viel Entwicklungspotenzial. Vielleicht ist auch gar nicht so die Wertschöpfung so jedem unbedingt immer bewusst dahinter, weil man sich natürlich auch erstmal auf die Core-Themen konzentriert. Also das ist eben halt auch so ein Prozess, den ich vorher so ein bisschen angesprochen hatte. Hier ist eben halt oftmals auch ein anderes Denken in der Digitalisierung gefordert. Also weg von dem klassischen, eher administrativen Tätigkeit, eben halt hin zu einer aktiven, gestalterischen und unternehmerischen Rolle. Ne? Also das ist eben halt auch so ein Thema, wo die HR in meinem Verständnis sich stärker hinbewegt. Also das sehe ich auch in Trends. Auch ich war gestern auch auf dem Digital Leadership Summit hier in Köln. Und habe also auch in verschiedenen Vorträgen, da war also auch die Personalmanagerin von IKEA da gewesen und so weiter. Also dort sehen wir natürlich, das ist ein Großkonzern, der auch mit dem Mittelstand in Deutschland schwierig vergleichbar ist. Aber dort sehen wir eben halt, dass die HR eine ganz andere Rolle in der Zukunft haben wird. Also die wird operativ nur noch ganz begrenzt stattfinden. Die wird also sehr, sehr stark in dem Bereich eben halt der strategischen Personalarbeit sein und eben halt auch viel, viel enger im Kommunikationsaustausch mit anderen Themen. Und da ist natürlich die Prozessautomatisierung gerade im On- und Offboarding, glaube ich, ein sehr unterstützender Prozess. Ja, okay, dann danke ich Ihnen für den wirklich sehr, sehr spannenden Vortrag und auch die Vorstellung der einzelnen Trends, die wir hier gesehen haben, die sich gerade entwickeln, die für den Mittelstand einfach sehr, sehr spannende Themen sind. Denn der Mittelstand kann sich da einfach nicht vor verstecken. Er muss früher oder später sich mit diesen Themen auseinandersetzen, um einfach auch gerade in der Leistungsfähigkeit gegenüber den Marktbegleitern oder auch der Konzernstrukturen weiterhin attraktiv einfach am Markt da sich darzustellen. Und dafür ist das, glaube ich, dann jetzt sehr, sehr hilfreich, mal zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt, wie diese Möglichkeiten umsetzbar sind. Also nochmal herzlichen Dank und Sie sehen die Kontaktdaten. Wenden Sie sich gerne direkt an den Herrn Ackermann, damit wir das entsprechend alles ja auch
bei Ihnen umgesetzt bekommen in den einzelnen Unternehmen. Genau, und das, wenn ich jetzt noch kurz ergänzen darf, auch hier die E-Mail-Adresse, also info@hrlab.de, natürlich erreicht die mich auch. Wenn Sie mich persönlich direkt anschreiben wollen, nehmen Sie einfach Kai mit kay@hrlab.de und dann können wir gerne in Austausch treten miteinander, würde ich mich sehr freuen. Und manchmal kommen Sie an den Punkt, gerade als mittelständisches Unternehmen, da hilft Ihnen Software nicht mehr weiter. Was passiert, wenn Software nicht mehr weiterhilft? Denn wenn wir es ganz realistisch mal betrachten, dann ist Personalarbeit Arbeit von Menschen, am Menschen, mit Menschen, für den Menschen. Und so sehr uns die Software helfen kann, es wird Punkte geben, wo wir vielleicht auch wieder analog arbeiten müssen. Und genau das sind die Themen, auf die wir uns spezialisiert haben. Das heißt, wann hilft uns Software nicht mehr weiter? Wann brauchen wir wieder klassische Kommunikation? Wie können wir Themen wie Recruiting oder auch Fachkräftemangel, Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung denn von der reinen humanen Seite, der menschlichen Seite bearbeiten? Ganz kurz zu mir. Ich habe mittlerweile drei Unternehmen gegründet. Das erste war nicht so erfolgreich und Misserfolg gehört letztendlich dazu, um zu lernen. Das zweite Unternehmen habe ich äußerst erfolgreich verkaufen können und meinem dritten Unternehmen habe ich gerade jede Menge Spaß. Bin schon sehr lange am Markt, habe in verschiedenen HR-Softwarehäusern und Dienstleistern als Angestellter gearbeitet und bin aber jetzt seit vielen, vielen Jahren auch als Coach und Trainer selbstständig unterwegs. Bisher durfte ich 250 Unternehmen auf ihrem Erfolgskurs im Bereich Personal begleiten. Das gilt sowohl für die Personalabteilung als auch für Führungskräfte, Geschäftsführer, Vorstände, im Coaching oder auch in der Führungskräfteentwicklung. Ein Steckenschwerpferd von mir ist, das Thema Personaldiagnostik. Auch da durfte ich jetzt mittlerweile die Zahl 1500 überschreiten. Über 1500 Persönlichkeitsprofile von Unternehmern und Führungspersönlichkeiten, die durchgeführt worden sind, die ich interpretiert habe, die ich kennengelernt und gesehen habe und mit denen ich letztendlich über Coaching, Mentoring, Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit durchgeführt habe. Wenn wir das aus der Mittelstandssicht sehen, ist es so, ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass der Mittelstand viele, viele Dinge verschläft. Wir haben vorhin von einigen der anderen Referenten schon gehört, ja, der Mittelstand ist natürlich nicht so positioniert wie die Konzerne. Der Mittelstand hat nicht die wirtschaftliche Macht wie die Konzerne. Das ist alles richtig. Und deswegen müssen Konzepte, Personalkonzepte, Personalentwicklungskonzepte, HR-Konzepte in Verbindung mit Software, aber auch in Verbindung mit der klassischen wirklichen Arbeit am Menschen für den Mittelstand speziell konzipiert werden. Aber wenn ich dann in die Personalabteilung schaue und ich war vor 2 Wochen wieder in einer Personalabteilung, da stand an der Tür, Sie werden das kaum glauben, Lohnbüro. Das ist die Personalabteilung dieses mittelständischen Unternehmens. Immerhin, ja doch, fast 1000 Mitarbeiter. Und die Personalarbeit differenziert sich und definiert sich über die Tätigkeit Lohnbüro. Das heißt, hier müssen wir wirklich einen Schritt weitergehen. Das ist etwas, was wir, denke ich, heute typischerweise haben. Wir suchen Fachkräfte. Sie suchen Fachkräfte. Wir haben heute schon mehrmals über den Fachkräftemangel gesprochen. Einige der Tools, die Sie heute gesehen haben, sollen Sie und wollen Sie unterstützen beim Fachkräftesuchen. Allerdings, bevor Sie die Tools einsetzen, muss der Unternehmer, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, die Personalerin, die Personalleitung sich Gedanken machen, wie wollen Sie es denn tun? Und dazu einige Zahlen, die ich immer sehr, sehr spannend finde. Wir reden ganz viel über den Fachkräftemangel, aber was tut denn die deutsche Wirtschaft dafür, dass die Mitarbeiter, die sie an Bord haben, gut ausgebildet sind? Und wir reden hier von einer Statistik aus dem Jahr 2017. 17,3 Stunden investiert das Unternehmen pro Mitarbeiter in Weiterbildung. Das heißt also nicht mal 3 Tage Aus- und Weiterbildung investieren wir im Durchschnitt in unsere Mitarbeiter. Da stelle ich die Frage, wen wundert es, dass wir vielleicht einen Fachkräftemangel haben, wenn wir von uns aus als Unternehmer im Unternehmen die Weiterbildung vielleicht nicht als wichtigsten Punkt definieren? Im gleichen Verhältnis, und das eine Kennzahl, die von den Handwerkskammern und von den IHKs kommt, die Menschen, die sich persönlich weiterbilden, die gibt es ja,
Die finanzieren zu 97% ihre eigene Ausbildung. Das heißt, gerade wenn wir in die Technikerausbildung hineingehen, in die Meisterausbildung hineingehen, dann ist das 97% Eigenanteil. Hier könnten die Firmen sich stärker involvieren und vielleicht für eine höhere Loyalität sorgen. Wir haben in Deutschland 3,266 Millionen Unternehmen, aber nur knapp 426.000 Ausbildungsbetriebe. Auch da stelle ich die Frage, wir schimpfen über den Fachkräftemangel, aber nicht mal 13% der Unternehmen in Deutschland bilden aus. Sie werden wahrscheinlich zu den Unternehmen gehören, die ausbilden. Das ist toll, das ist gut, aber schauen Sie mal rechts und links bei Ihren Wettbewerbern, Marktbegleitern, wie sieht es dort aus? Eine ganz, ganz aktuelle Studie aus diesem Jahr von der Bertelsmann Stiftung sagt, wenn wir in Deutschland unseren Status, die Wirtschaftskraft, die Privilegien, die wir heute haben, aufrechterhalten wollen und nur aufrechterhalten wollen, da ist noch nicht mal Wachstum involviert, dann brauchen wir bis 2060 jedes Jahr 260.000 Zuwanderer, erwerbstätige Zuwanderer, nur um unseren Status, den wir heute haben, aufrechtzuerhalten. Und da viele EU-Staaten ein ähnliches Problem haben wie wir, bedeutet das 146.000 Menschen, erwerbstätige Menschen aus Nicht-EU-Staaten werden benötigt, nur damit wir unsere wirtschaftliche Statussituation, die wir aktuell haben, aufrechterhalten können. Welches, und jetzt frage ich Sie ganz ehrlich, welches Mittelstandsunternehmen ist bis jetzt darauf vorbereitet, Diversity Management in einem größeren Stil durchzuführen, als sie es vielleicht bis heute machen? Gucken wir uns weitere Zahlen an. Ja, 70 Jahre, das Renteneintrittsalter der Generation Z. Spannend, oder? Das heißt, die Generation Z, das heißt die, die gerade in den Job strebt, hat ein Renteneintrittsalter von 70 Jahren. Das sagt uns die Politik noch heute nicht, aber wir wissen, dass es so weit kommen wird, dass es so aussehen wird. Wir haben heute in Firmen einen Frauenführungsanteil von 22,6%. Die Generation Alpha, das sind gerade die Jungen, die ganz Kleinen, 6 Jahre, 7 Jahre in der Grundschule, die werden 741.000 Euro in ihrem Erwerbsleben an Beiträgen zahlen müssen zur Sozialversicherung, zur Rentenversicherung. Das ist wesentlich mehr, als wir heute zahlen. Wir haben heute schon 16,5 Millionen erwerbstätigen Migrationshintergrund. Rechnen wir die Zahl vom Bertelsmann dazu bis zum Jahr 2060, dann reden wir über 27 Millionen Erwerbstätige. Gerade heute Morgen kam die aktuelle Zahl, dass wir erstmals über 83 Millionen Menschen in Deutschland haben. Das heißt, ein Drittel, wirklich ein Drittel der Menschen in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Und das im Sinne der Unternehmen, die wir heute haben. Führungskräfte fehlen, Fachkräfte fehlen. Das heißt, ich frage wieder, wie stark sind Sie auf die menschlichen Aspekte vorbereitet? Nicht auf die technischen, auf die menschlichen Aspekte, auf Kommunikation, auf Führung, auf Personalentwicklung, auf Führungskräfteentwicklung, auf Diversity Management, auf die Gender-Themen. Wie sind Sie darauf vorbereitet? Und das ist für mich der Hauptpunkt. Der Mittelstand muss sich zunehmend sehr viel stärker auf diese Themen vorbereiten. Wir haben ganz, ganz viel, die draußen auf Kongressen, auf Tagungen, auf Abendveranstaltungen, in Diskussionen, immer wieder mit denen man ins Gespräch kommt, da wird die Schuld auf der politischen Seite gesehen. Die Politik ist schuld an dem Fachkräftemangel, an dem Führungskräftemangel, an all den Themen, die den Mittelstand belasten. Der Generationswandel und vielleicht auch daraus resultierend, der demografische Wandel ist schuld daran. Aber jetzt frage ich Sie mal als Personaler, als Geschäftsführer, wann haben Sie zum ersten Mal vom demografischen Wandel gehört? Bei mir war es vor 25 Jahren, dass das zum ersten Mal gefallen ist. Und was haben wir getan? Was haben wir als Unternehmer wirklich getan? Sich selbst mal fragen. Und da kommen Sie dann vielleicht zu einer Antwort, dass Sie hätten mehr tun können. Dann wäre vielleicht ein Fachkräftemangel, ein Führungskräftemangel auch nicht so dramatisch im eigenen Unternehmen Stand heute. In anderen Bereichen, gerade im Bereich der Logistik, der Warenwirtschaft, haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel
Möglichkeiten gehabt, Dinge, Prozesse zu digitalisieren, zu verändern. Wir haben heute gesehen, dass gerade im HR-Bereich noch eine sehr, sehr große Spanne an Digitalisierungsmöglichkeiten besteht. Das heißt, da haben wir Nachholbedarf. Während in den Produktionsbereichen, Logistikbereichen, Zulieferbereichen wir als Unternehmer, als Unternehmen meistens schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Aber gerade im HR-Bereich haben wir oftmals noch deutliche Schwächen in den Unternehmen. Und ich sehe jedes Jahr viele, viele Firmen, viele, viele Personalabteilungen und kann Ihnen sagen, ja, es ist so. Die Personalabteilungen haben deutliche Schwächen. Hier eine kleine Umfrage. Würde mich mal Ihre Einschätzung interessieren. Ja, ich sehe auch schon, die Technik läuft und die Umfrage ist gestartet. Genau. Kannst du die mitverfolgen, Stefan? Ja, ich sehe jetzt ein bisschen was im kleinen Fenster, okay, dass sich da was tut. Bleibe ich und mal mit aktiv. Ganz spannend. Also Bitte und Aufforderung an unsere heutigen Teilnehmer nochmal fleißig zu voten. Sind wir natürlich gespannt, was sie dazu sagen. Das ist eine Mehrfachoption, das heißt, Sie können auch mehrere der angegebenen Antwortmöglichkeiten voten und uns dann einen Einblick geben. Aber auch hier stabilisiert sich die Teilnahmequote. Dann würde ich die Umfrage schließen und dir, Stefan, kurz die Ergebnisse vortragen. Also auf deine Frage haben 73% Fachkräftemangel geantwortet, 64% demografischer Wandel und 36% jeweils Migration und Integration beziehungsweise den Generationskonflikt. Okay, sehr spannend. Für den Geschlechterkonflikt haben wir 0%. Beim Frauenanteil, den wir gerade gesehen haben, in Führung, doch nur sehr wenig Frauen aktuell in Führung. Man sieht hier allerdings in der Umfrage keinen Konflikt. Das würde ich gerne nochmal in Frage stellen und auch gerne nochmal für Sie als Gedankenanstoß mit zurückzugeben. Denn wenn wir nur so wenig Frauen in Führung haben, es gleichzeitig aber nicht als Problem erkennen, dann fehlt Ihnen hier eine ganz wichtige Zielgruppe, eine Mitarbeiterzielgruppe, die Sie nicht ausschöpfen. Und das im Kontext vom Führungskräfte- und Fachkräftemangel schöpfen Sie eine potenzielle Zielgruppe nicht intensiv genug aus. Das könnte vielleicht die Deutung dieser Information sein. Ja, wir alle sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Erfahrungen. Das ist gut und richtig so. Und das bedeutet für Personalarbeit, dass Personalentwicklung, Personalarbeit viel, viel individueller werden muss. Wir haben oftmals im digitalen Trend so ein bisschen den Ansatz, alles zu verallgemeinern. Und das ist sicherlich etwas, was gerade der Mittelstand als ja, Punkt sehen muss, betrachten muss, der auch gefährlich sein kann. Der Mittelstand kann sich vom Wettbewerb und auch vom Konzernbereich abheben, indem er individuellere, clevere, schnellere, intelligentere Personalarbeit tätigt. Aber dazu nützt Ihnen nicht nur die Software etwas, dazu müssen Sie als Geschäftsführer, Vorstände, Personalleitungen schneller, intelligenter, cleverer werden und mutiger werden, vor allen Dingen viel, viel mutiger werden. Gucken wir uns das Thema mal an. Diversity Management. Jetzt ist das auch sehr spannend. Ich habe vor ein paar Tagen eine Umfrage gelesen, wie viele Firmen im Mittelstand wenden heute schon Diversity Management wirklich professionell an? Und die Antwort war erschreckend. 12% der Mittelstandsunternehmen wenden Diversity Management als Führungsinstrument, als Recruiting-Instrument und als Mitarbeiterentwicklungsinstrument nur an. Das ist viel zu wenig. Auch hier lassen Sie Zielgruppen, die Sie für den Fachkräftemangel benötigen, die Sie für den Führungskräftemangel benötigen, einfach links liegen, wenn Sie sich damit nicht auseinandersetzen. Und gerade wenn Sie das aber aktiv nutzen, dann bedeutet das Sonderformen im Recruiting. Dann bedeutet das Sonderformen in der Führungskräfteentwicklung. Sonderformen für Menschen mit Migrationshintergrund. Sie müssen diesen Menschen erklären, wie die Abläufe bei Ihnen sind, aber genauso müssen Sie Ihren Mitarbeitern erklären, was an diesen neuen, fremden und anderen Kulturen vielleicht zu beachten ist. Aktives Fördern im Integrationsprozess ist da ein ganz wichtiger Bereich. Und das heißt, nicht nur
Abbau von Berührungsängsten und Vorteilen, sondern auch gleichzeitig fördern und fordern. Wir dürfen auch Ansprüche oder Ansprüche stellen an Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Wir müssen nicht nur fördern, aber wie tun Sie das? Wie machen Sie das genau? Dazu müssen die Unternehmen sich wirklich auseinandersetzen und das tun einfach zu wenige Unternehmen heute. Das Frauenthema, merkwürdigerweise von Ihnen vorhin mit 0% nur definiert. Aber wenn wir in Unternehmen schauen und jetzt mal ganz ehrlich wieder zu sich selbst, schauen Sie in Ihre eigene Führungshierarchie, wie viele Frauen haben Sie in Ihrer Führungsebene? 10%? 12%? 20%? Ist es vielleicht ausgeglichen? 50%? Wir haben natürlich einige Branchen, gerade zum Beispiel der Pflegebereich, da ist der Frauenanteil deutlich höher als der Männeranteil. Aber gucken wir in den ganz normalen klassischen Bereich, haben wir viel zu wenig Frauen in Fach- und Führungspositionen, die notwendig wären, um auch dort gegen den Fach- und Führungskräftemangel zu arbeiten. Und das liegt jetzt nicht an den Frauen, die nicht möchten. Das liegt viel eher an den Unternehmen, die sich mit dem Thema nicht tief genug auseinandersetzen. Sie brauchen vielleicht ein anderes Loyalitätsprogramm im Unternehmen, ein anderes Thema für Alters- und Gesundheitsvorsorge, vielleicht speziell für Frauen, um Ihre Unternehmen auch entsprechend attraktiv zu machen. Eine Persönlichkeitsentwicklung in dem Umfeld muss vollkommen anders ablaufen als eine Führungs- und Persönlichkeitsentwicklung, die Sie vielleicht in ein gemischtes Publikum geben oder in eine Führungskräfteentwicklung hineingeben. Die Generationen, ein wichtiges Thema. Wir haben ein paar Generationen. Ich muss ja kurz unterbrechen. Ja. Wir haben da noch eine spannende Frage, die du vielleicht da ganz kurz beantworten könntest. Und zwar geht es noch um Diversity Management im Mittelstand. Und zwar lautet die Frage, brauchen wir das, wenn wir über 450 Mitarbeiter sprechen? Ja, meiner Meinung nach ja. Die erste Frage, die ich Ihnen als Gegenfrage stelle, ist, wie sieht Ihre Altersstatistik aus? Und dann erlebe ich in den Firmen, das ist alle meine erste Frage, wenn ich in die Firmen komme, wie sieht Ihre Altersstatistik aus? Und dann sehe ich, dass ein Drittel, vielleicht sogar mehr wie ein Drittel, vielleicht sogar die Hälfte, manchmal sogar zwei Drittel, im letzten Mitarbeiterzyklus liegen. Das heißt also 50, 55 plus sind. Sie haben jetzt schon einen Fachkräftemangel. Und wo wollen Sie Ihre Fachkräfte in der Zukunft herbekommen? Wir haben ein Demografieproblem in Deutschland. Sie haben vorhin gesehen, dass Bertelsmann wirklich sagt, wir brauchen 260.000 Zuwanderer, Erwerbszuwanderer pro Jahr. Wie möchten Sie diese Menschen integrieren? Wie möchten Sie Ihre vorhandene Belegschaft darauf vorbereiten, diese Menschen, die integriert werden in Ihr Unternehmen, entsprechend zu behandeln, entsprechend mit denen umzugehen, ohne Diversity Management? Das wird nicht möglich sein. Und Sie verlassen den Markt, ohne die Zielgruppe, die vorhanden ist, die kommen wird, auszunutzen. Sie brauchen es. Sie kommen nicht drum herum. Und das ist nicht die Größe des Unternehmens. Also ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern muss sich genauso darüber Gedanken machen. Allerdings werden die Konzepte natürlich sehr unterschiedlich sein. In einem Unternehmen mit 50 Mitarbeitern wird es ein anderes Konzept sein, als in einem Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, als auch in einem Unternehmen vielleicht mit 1000 Mitarbeitern. Die Generationen als nächster wichtiger Punkt. Auch hier gehen wir mehr oder weniger mit dem großen Rechen über alle Generationen drüber hinweg. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Der Konzern zeigt uns das mittlerweile, der sehr generationsgerecht, sehr generationsunterschiedlich Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, insgesamt Personalmanagement, HR-Arbeit betreibt. Viele regen sich auf über die Generation Y und Z. Wir haben die erzogen. Schauen Sie mal selbst nach, wo Ihre Kinder gerade sind. Wie alt sind Ihre Kinder? Das sind oftmals, was wir heute in Generation Y und Z haben, das, was wir erzogen haben. Die Generation Alpha, die demnächst in den Beruf hineinströmt, die erziehen wir gerade. Ja, und wenn ich mir anschaue, wie wir heute erziehen, dann haben wir das klassische Syndrom der Helikoptereltern. Schmutz ist grundsätzlich gefährlich. Also ich habe als Kind noch im Wald spielen dürfen. Ja, ich habe irgendwann mal auch Sand in den Mund genommen und Dreck in den Mund genommen. Da ist keiner dran gestorben. Heute sieht das ganz anders aus. Wir akzeptieren diese Indoor- und Starallüren unserer Kleinen. Wir haben eine Konfliktvermeidungsstrategie entwickelt, damit wir uns mit den Kleinen nicht auseinandersetzen müssen.
Und wir erziehen da gerade eine neue Generation. Wir nennen sie schon jetzt Permanent Vacation Generation. Das wird die Generation Alpha werden, wenn wir nicht aufpassen. Und die strömt in ihre Firmen. Die strömt in ihre Unternehmen. Die werden Sie als Personaler bearbeiten müssen. Gucken wir uns die Generation mal genauer an. Die Generation 50 plus. Hier brauchen Sie spezielle Recruiting-Lösungen. Wir haben vorhin ganz über Digitalisierung gesprochen. Jemand Generation 50 plus läuft halt nicht mit seinem Handy an der Hand fest verwurzelt, verwachsen herum und guckt an, ob sie auf Instagram irgendwo vielleicht eine Bewerbung platzieren können. Nein, den müssen sie noch regional akquirieren. Da müssen sie vielleicht über ganz klassische Medien gehen. Da funktioniert Tageszeitung nochmal. Themen, die sie vielleicht heute wieder außer Acht gelassen haben, weil wir zu stark digitalisieren. Die Generation 50 plus kriegen sie klassisch. Und da brauchen sie andere Programme. Während wir, wenn wir uns die Generation 35 plus anschauen, wieder eine Anpassung an Recruiting haben, eine Anpassung auch an die Sprache in ihren Ausschreibungen unter Umständen haben. Sie brauchen einen anderen Entwicklungsweg, eine andere Entwicklungskarrieremöglichkeiten für diese Menschen. Gucken wir uns die Generation 25 plus an, wo wir teilweise die Generation Y hinzunehmen. Da sind wir mit den digitalisierten Lösungen. Da brauchen Sie die digitalisierten Lösungen. Auch da brauchen Sie eine angepasste Sprache. Da müssen Sie vielleicht das Ganze in einer Ich-Botschaft deklarieren. Für all die, die sich mal mit der Generation auseinandersetzen wollen, schauen Sie sich doch einfach mal die ein oder andere Stellenausschreibung von Apple an. Dann werden Sie sehen, wie genau diese Generation angesprochen werden möchte. Wir haben die Generation Z, die heute bei uns in Ausbildung ist, die heute im Studium ist, die gerade in die Firmen hineinstrebt. Auch hier wieder. Vollkommen andere Ansprachemodelle werden benötigt. Andere Themen werden angesprochen. Zum Beispiel haben Sie hier in der Personalentwicklung Themen wie Finanzen, Verantwortung, Agilität oder Aufschieberitis, die Sie diskutieren müssen, die Sie mit diesen Menschen in der Entwicklung besprechen müssen. Also ganz andere Themen als mit den anderen Generationen. Machen Sie alles nach Schema F, werden Sie weiterhin im Fachkräftemangel, im Führungskräftemangel vor sich hinsiechen. Das heißt, sie verlassen ihre Komfortzone und das hoffentlich möglichst schnell. Unbefristete Arbeitsverträge ist ein so ein Thema. Glauben Sie mir, bis auf Ihre Geschäftsführung mag keiner unbefristete Arbeitsverträge. Und bei dem Thema sind wir heute so, warum soll im Fachkräftemangel jemand zu Ihnen wechseln und kriegt einen, nicht befristeten Arbeitsvertrag? Das heißt, unbefristete Arbeitsverträge sind ein absolutes Muss, damit müssen Sie letztendlich arbeiten. Individuelle Personalentwicklungskonzepte, attraktive Gehaltsstrukturen, deutlich formulierte Ziele werden benötigt. Sie brauchen flachere Hierarchien für die neuen Generationen. Trotz Teamarbeit im Kollektiv ist es für Generation Y und Z äußerst wichtig, absolut wichtig, dass die eigene Ich-Marke, die eigene Ich-Botschaft weiter ausgelebt werden können. Die haben als Generation einen gewissen egomanischen Grundzug. Der gehört dazu. Wir haben diese Generation so erzogen, dass sie so ist, alles hinterfragen soll. Das macht sie jetzt auch. Damit müssen sie jetzt im Unternehmen leben und sich darauf einstellen. Und die Generation Z braucht wieder ganz klare, deutliche Ansprachen. Da müssen sie durchaus auch mal wieder Führungsstile reaktivieren, die sie als Command und Control vielleicht noch lange zur Seite gelegt haben. Aber das brauchen Sie. Gleichzeitig wollen Sie aber eine sehr hohe Fehler- und Feedbackkultur. Sie brauchen eine neue Mischung an Führung, die da stattfindet. Und Sie sehen langsam, dass das Thema, wo die Software ihre Grenzen hat, wirklich am Menschen aufhört. Das heißt, es gibt viele Themen, wo Sie mit Software nicht weiterkommen, weil Sie hier als Mensch clever interagieren müssen, weil Sie als Mensch im Mittelstand emotional und sozial kompetent interagieren müssen. Vielleicht sogar emotional cleverer und sozial kompetenter als in der Vergangenheit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Mittelstand, wenn Sie sich nach wie vor von Ihren Wettbewerbern absetzen wollen. Was bedeutet das? Wenn Mittelstand in Führung gehen möchte, dann bedeutet das letztendlich, Sie brauchen Programme wie Generation in Führung, Diversity Management in Führung, Frauen in Führung. Sie brauchen ein Programm Gesund in Führung. Wir reden jetzt schon seit mittlerweile 10 Jahren über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Das ist ein bisschen mehr wie der grüne Apfel, der auf der Theke ist. Gesundheitsmanagement kann sogar sehr, sehr spannend sein, weil viel gefördert wird. Sie Zuschüsse bekommen,
und gleichzeitig Sie eine deutliche Kostenreduktion haben, wenn Sie nur an Themen denken wie Verringerung der Krankheitstage. Ein Euro, den Sie bei Verringerung der Krankheitstage sparen, ist sofort EBIT-wirksam. Wenn Sie diesen Euro mal hochrechnen mit einer klassischen EBIT-Quote von 8%, würde das bedeuten, um diesen einen Euro auf der Umsatzseite zu verdienen, bräuchten Sie 12 Euro. Da kann es doch sehr spannend sein, sich auch mal gesund in Führung genauer anzuschauen. Agil in Führung für die Generationen Z und Alpha. Sinnvoll in Führung. Warum haben wir heute so viele Burnout-Fälle? Wir haben volkswirtschaftlichen Schaden von 150 Milliarden Euro jedes Jahr durch Burnout und durch psychische Belastungen. Zum Großteil liegt es daran, dass die Menschen den Sinn vergessen haben, den Sinn, warum sie arbeiten, den Sinn, warum sie das machen sollen. Das liegt wieder daran, dass die Führung nicht sauber arbeitet. Also sinnvoll in Führung, barrierefrei in Führung, engagiert in Führung zu gehen. Das heißt also, Führungskräfte auch wieder mit Motivation, Engagement auszusetzen. Das sind spannende Themen. Kommunikation in Führung. Auch hier kommen wir wieder an die Grenzen der digitalen Welt. Kommunikation am Tagesende passiert zwischen Menschen, zwischen zwei Menschen, zwischen, so wie jetzt, zwischen mir und Ihnen. Das ist Kommunikation. Wir nutzen natürlich digitale Medien, wie jetzt gerade ein Web-Szenario, aber am Tagesende reden hier Menschen miteinander. Wissen in Führung. Das bedeutet letztendlich allerdings für den Mittelstand ein deutliches Investment in das Personal. Mit so wie gestern, so wie die letzten Jahre, wird es nicht funktionieren. Möchten Sie den Fachkräftemangel besiegen? Möchten Sie den Führungskräftemangel besiegen? Möchten Sie, dass Ihr Unternehmen in der Zukunft wirtschaftlich und erfolgreich ist? Dann müssen Sie das Investment ins Personal deutlich erhöhen. Sie werden nicht drumherum kommen. In den letzten Jahren haben Sie in Produktion investiert, in Logistik investiert, in Optimierungsmöglichkeiten investiert. Sie haben in Software, in Hardware investiert. Viele, viele, viele Mittelständler haben vergessen, in das Personal zu investieren. Und am Tagesende ist das, was Ihr Unternehmen ausmacht. Wir leben in Deutschland. Wir sind eine Wissensgesellschaft. Das heißt, Sie leben vom Wissen Ihres Personals. Und schauen Sie einfach mal Ihre Bilanz an. Der Bürostuhl, den Sie haben, ist auf der aktiver Seite Ihrer Bilanz. Ihr Personal finden Sie in der G&V auf der Kostenseite. Finden Sie den Fehler. Ich danke Ihnen. Wenn wir noch Fragen haben, können wir das jetzt gerne machen. Sie sehen hier meine Kontaktadressen, meine Kontaktdaten zu mir und zu unserem Team. Sie sehen auch ein paar unserer Kunden, die wir aufgeführt haben. Wir sehen, dass wir hier im Mittelstand tätig sind, dass wir hauptsächlich für den Mittelstand arbeiten, uns da einfach auch wohlfühlen, weil wir die Sprache des Mittelstands sprechen und auch Konzepte ausschließlich für den Mittelstand generieren. Ja, gibt es Fragen? Vielen Dank, Stefan, erstmal bis hierhin. Es gibt Fragen, die sich nahtlos an deinen letzten Beitrag anschmiegen. Da ging es ums Geld. Gutes Stichwort, denn es ist, wie du sagtest, ja ein hohes Invest nötig, ein sehr viel höheres, als man es bisher tätigt. Die Frage lautet: Wie sollen wir das als Mittelstandsunternehmen denn bewältigen? Ja, Sie haben keine Alternative, als es nicht zu bewältigen. In den letzten Jahren haben Sie investiert. Ja, in Gebäude, in Logistik, in Maschinen, in den Fuhrpark. Vielleicht wird es Zeit, auch dort das eine oder andere umzuschichten. Und wir reden nicht über immense Budgets. Wenn Sie alleine Ihre Personalbudgets für Entwicklung, für Förderung, für Konzepte, für Umsetzung dieser Konzepte um 3, 4% steigern, und das können Sie locker durch Umschichtung erreichen, dann werden Sie viel, viel weniger in der Zukunft den Fachkräftemangel spüren und den Führungskräftemangel spüren als der Wettbewerb. Und Unternehmen, die ich zu meinen Kunden zählen darf, zeigen das sehr, sehr deutlich, dass geringe Umschichtungen, wir reden hier also nicht über 10, 20 oder 30% Umschichtung, sondern über geringe Umschichtungen, immense Erfolge haben. Und das Spannende ist, oftmals werden diese Erfolge, wie gerade erwähnt, im BGM auf der Kostenseite erzielt. Und dieser Euro auf der Kostenseite, den wir da erzielen, ist um ein Vielfaches wertvoller als der Euro auf der Umsatzseite.
weil der Aufwand, diesen Euro zu generieren, weitaus geringer ist und viel einfacher zu platzieren ist als der auf der Umsatzseite.